dann wollen wir doch daran arbeiten, dass die Macht ein bisschen verfällt heute Abend. Vielleicht werden wir aber auch darüber diskutieren, an welchen Stellen Macht auch positiv gewendet werden kann. Ganz herzlichen Dank. Jetzt darf ich unsere weiteren Gesprächspartner, Gesprächspartnerinnen nach vorne bitten. Dr. Jana Lasser, Dr. Sonja Ochsenfeld-Repp, Professor Dr. Jule Specht und Professor Dr. Ulf Eisel. Kommen Sie nach vorne mit einem Applaus. Wie es kommt, alles. Ich würde gerne, genau, das ist der Einzige. Ich habe gerade gesagt, wie es kommt, nur die Außenposition hätte ich gerne. Genau. Ja, ich würde gerne mit Jule Specht anfangen. Auf dem zweiten Platz von mir aus gesehen, links Psychologin, Professorin an der Humboldt-Universität, Research Fellow am DIW. Deine Forschungsschwerpunkte unter anderem Persönlichkeitsentwicklung, Persönlichkeit und soziale Beziehungen, von daher schon ziemlich gut aufgestellt für heute Abend, würde ich sagen. Wir haben ja eben schon noch mal darüber gesprochen, dass es sehr viel um soziale Beziehungen geht, es geht um Persönlichkeit, aber auch wissenschaftspolitisch sehr engagiert als Sprecherin der Jungen Akademie, die du warst. Dazu Gründungsmitglied des Netzwerks Wissenschaftspolitik von Sozialdemokratinnen. Und ich habe alle fünf hier vorne gebeten, am Anfang, oder vier in dem Fall, die noch dabei sind, neben Herrn Fehrenbach gebeten, mir so eine These vorab zu schicken oder ein paar Sätze vorab zu schicken. Und du hast mir einen Satz geschickt, ganz einfach: gute Wissenschaft basiert nicht auf Machtgebrauch. Das fand ich jetzt sehr, sehr eindeutig, aber auch ganz schön zugespitzt. Überhaupt nicht. Also gute Wissenschaft und Macht schließt sich völlig aus. Naja, ich bin, du hattest gebeten um einen Satz oder so, klar spitze ich dazu. Ich glaube, den Punkt, den ich damit unterstreichen wollte, ist, dass wir ja vorher informiert wurden, auch über die Thesen und Mythen, über die wir heute zu sprechen kommen, und mir dabei aufgefallen ist, dass es sehr viel um Machtmissbrauch geht und wir doch dann vielleicht auch überlegen müssten, wenn wir die ganze Zeit von Machtmissbrauch reden, wo brauchen wir denn überhaupt Macht, dass wir überhaupt darüber sprechen, dass wir die Macht anscheinend erhalten müssen, bloß den Missbrauch einschränken? Und ich möchte eben auf der Seite sehen, dass ich sage, dass wir versuchen müssen, Strukturen zu schaffen, die möglichst wenig von Macht geprägt sind. Beziehungsweise, das hatten Sie auch angesprochen, wir ja sowieso informelle Machtgefüge in mehrerer Hinsicht haben. Aber ich der Meinung bin, wir müssen nicht zusätzlich dazu noch eine strukturelle Macht, eine formale Macht dort draufsetzen und sozusagen dieses Machtgefüge noch ergänzen. Und insofern glaube ich, dass eine... Und das ist ja, das hattest du vorhin angesprochen, ich war in der Jungen Akademie aktiv mit unter anderem ja dem Vorschlag der Einführung von Departmentstrukturen, und da ist ja auch die Idee, dass wir nicht auf Basis von Macht entscheiden, welche Wissenschaftlerin, welcher Wissenschaftler sich welchem Thema widmet, sondern man möglichst gleichberechtigte Menschen hat, die versuchen ihre, die zusammenarbeiten, ohne dass einer von oben sagt, wir machen jetzt X oder Y. Interessant, dass du das gerade ansprichst mit der Departmentstruktur, mit dem Vorschlag. Auf Twitter gab es jetzt vor ein, zwei Tagen eine Diskussion, da fragte jemand, auch unter anderem dich, habe ich eigentlich recht, nehme ich das wirklich wahr, dass die Diskussion in Departments eigentlich ja mehr oder weniger zum Ende gekommen ist oder sehr, sehr in der Krise ist, da passiert ja gar nichts mehr. Wie siehst du das? Ist es so, dass einfach die Wissenschaft, und jetzt sind wir wieder bei denjenigen, auch die Macht haben in der Wissenschaft, so wenig Interesse an dem Thema haben, dass eventuell die Debatte um Departmentstruktur noch abgewürgt worden ist? Glaube ich natürlich nicht. Also ganz im Gegenteil. Ich weiß jetzt nicht, wie viele hier im Raum mit dem Begriff Departmentstruktur was anfangen können. Vielleicht können sich ja mal kurz diejenigen melden, die sich unter dem Begriff Departmentstruktur so prinzipiell was vorstellen können. Und das ist doch eigentlich ein gutes Beispiel. Sie haben sich jetzt fast alle gemeldet. Das ist natürlich super. Und das zeigt eigentlich, dass es so ein, ich habe das Gefühl, es gab so einen Aufmerksamkeitspeak, in dem erklärt wurde, was gut ist an der Departmentstruktur. Ganz kurz für die Personen, die sich nicht gemeldet haben. Die sehr verkürzte Erklärung einer Departmentstruktur ist, dass wir fordern oder dass mehrere Kolleginnen und Kollegen fordern, dass wir versuchen müssen, mehr unbefristete Stellen in der Wissenschaft zu schaffen, indem wir viele Professuren schaffen und dafür haushaltsfinanzierte Mittelbaustellen aufwerten in Tenure-Track-Professuren. Also die Idee ist, kurz nach der Promotion eine Tenure-Track-Professur zu bekommen und dann gleichberechtigt mit einem großen Professoralenkollegium zu forschen. Mehr Professorinnen, aber weniger MitarbeiterInnen. Genau, also um eine formale Machtebene zu reduzieren.
Und das war im Medial ja ziemlich breit im Gespräch und wurde viel diskutiert. Und irgendwann hat sich das Thema natürlich auch verbreitet. Und jetzt geht es an die konkrete Umsetzung. Also an der Humboldt-Uni passiert gerade super viel in dem Bereich. Da gibt es wirklich viele Institute, die jetzt konkret überlegen, wie sie den Strukturwandel schaffen können. Und das ist jetzt eben so diese kleinteilige Arbeit, wo man dann einen langen Atem braucht. Ne? Das ist eine andere, nicht ganz so öffentliche Form der Arbeit, aber da läuft ganz viel. Auf jeden Fall ist das natürlich eine Antwort auf die Frage, wie können wir zumindest die externen Strukturen so verändern, dass eventuell weniger Macht ausgeübt wird. Über die soziale Komponente von Macht haben wir ja gesprochen, die ist nochmal eine ganz andere. Herzlichen Dank erstmal. Jana Lasser, direkt daneben. Sie sind promovierte Physikerin, Forscherin am Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation. Was ich im Zusammenhang mit dem Thema gute wissenschaftliche Praxis spannend finde, Sie koordinieren an der Uni Göttingen das Projekt Daten lesen lernen, das allen Studierenden unabhängig von ihrer Fachrichtung grundlegende Datenkompetenz vermittelt. Das finde ich schon mal, glaube ich, ziemlich wichtig zum Thema Data Literacy als festen Bestandteil des Studiums. Für heute sicherlich aber noch wichtiger ist, dass Sie sich engagieren bei PhDnet, der Promovierendenvereinigung der Max-Planck-Gesellschaft. Sie haben mitgeschrieben an einem viel diskutierten Papier zum Thema Machtmissbrauch in der Wissenschaft und was man dagegen tun kann. Und ich zitiere auch mal Ihre, vielleicht auch persönliche Schlussfolgerung: Solange Opfer sich nicht trauen, auf Missstände hinzuweisen und Organisationen systematisch wegsehen, wird sich nichts verändern. Es braucht starken Opferschutz und Konsequenzen bei Fehlverhalten im Wissenschaftssystem. Der letzte Satz klingt so, wenn man das umdreht: Haben wir das nicht? Haben wir keinen starken Opferschutz? Haben wir keine Konsequenzen bei Fehlverhalten? Die kurze Antwort ist ja. Um das ein bisschen auszuführen, also gerade das mit dem Opferschutz war auch heute schon Thema mit dem Whistleblower Protection. In manchen Institutionen gibt es schon Systeme, wo man irgendwie anonym Eingaben machen kann. Das war auch immer so ein bisschen das Thema, ja, Anonymität, eigentlich wollen wir das gar nicht. Und das kann ich leider auch aus meiner persönlichen Erfahrung im promovierenden Netzwerk berichten, wo ich mit vielen Problemfällen zu tun hatte, also Leute, die sich an mich gewendet haben und um Rat gefragt haben. In den allermeisten Fällen hatte das für die persönliche Konsequenzen und konkret sowas wie: Der Vertrag wird dann nicht verlängert oder die Promotion wird schlecht bewertet oder es gibt kein Empfehlungsschreiben. Und wenn man in der Wissenschaft tätig ist, dann sind das alles Komponenten, die einen die Karriere richtig doll vermiesen können in so einem Stadium. Und davor wird man aktuell einfach nicht geschützt. Ich weiß, also ich habe selbst auch keine wirkliche Antwort darauf, wie man Whistleblower wirklich gut schützen kann, gerade auch unter der Perspektive von prekären Arbeitsbedingungen, weil einen Vertrag einfach nicht zu verlängern, ist ein sehr großer Graubereich. Das kann man immer irgendwie auch wissenschaftlich begründen. Aber auf der anderen Seite wird man Leute dadurch halt auch sehr gut los, weil sie dann halt einfach weg von der Bildfläche sind und auch nicht mehr den Mund aufmachen können. Und zum Thema Konsequenzen. Wir haben jetzt in ganz wenigen Fällen gesehen, bei Max Planck ging es durch die Medien, dass es Konsequenzen gab für Führungspersonen, die Fehler gemacht haben, sehr gravierende Fehler in ihrem Führungsverhalten. Meistens kommt es nicht dazu, dass es Konsequenzen hat. Meistens gibt es eine Rüge und das war's dann. Und entsprechend hat das auch nicht wirklich eine abschreckende Wirkung. Also da würde ich mir tatsächlich auch eine Transparenz in den Konsequenzen, die es gibt, wünschen. Also wirklich einen Katalog, in dem steht: Wenn du XYZ machst und das wird dir nachgewiesen, dann hat das Konsequenzen von bis. Aktuell ist das mehr so, das wird dann hinter verschlossenen Türen verhandelt und vielleicht passiert was, vielleicht auch nicht. Man weiß nicht so wirklich, wovon das abhängt. Dann braucht es Verlässlichkeit, sowohl für die Leute, die in Führungspositionen sind, als auch für die Leute, die dann betroffen sind. Jetzt gibt es, wenn wir auch gleich drüber reden, ist heute schon drüber geredet worden, den neuen DFG-Kodex. Auch Max Planck-Präsident Stratmann hat an vielen Stellen Dinge geändert, ist dabei, Dinge zu ändern, was auch Verantwortlichkeiten angehen für die Direktoren und so weiter. Sehen Sie, dass es einen Fortschritt gibt an der Stelle oder ist es, ich sag mal, mehr Symbol als Handlung? Ich bin sehr hoffnungsfroh. Ich war auch involviert an vielen Stellen in den Verhandlungen dieses Fortschritts. Aktuell gibt es viele Leitlinien und Empfehlungen. Ich kann noch kein Urteil darüber mir bilden, ob das in der Kultur auch ankommt. Was mir schon auch auffällt, nicht nur bei Max Planck, sondern überhaupt in der Wissenschaft, das ist alles gut und schön, dass wir Leitlinien haben, aber wenn dann dort so ein brillanter Kopf kommt, dann verzeihen wir ihm auch mal ein paar Fehltritte oder eher.
Und solange das irgendwie noch so verankert ist, solange wird das, glaube ich, Makulatur bleiben, was wir hier tun. Und Umkehrschluss heißt also, Sie haben gesagt, Sie haben auch nicht richtig die Antworten, aber trotzdem der Umkehrschluss. Wie müssen denn Leitlinien sein, damit die brillanten Köpfe auch eventuell, dass denen nicht alles verziehen wird? Wie müssten die sein? Ich würde das nicht so sehr an den Leitlinien festmachen, sondern an Verantwortlichkeiten der brillanten Köpfe. Ich glaube, es kann durchaus die Rolle des brillanten Wissenschaftlers geben, nur sollte der nicht unbedingt Leitungsfunktionen haben. Und das sollte sich dann auch entsprechend in den Leitlinien widerspiegeln. Eben eine Trennung von Verantwortlichkeiten, eine Abflachung von Hierarchien, eine Konkretisierung von, wer ist für welche Aufgaben in der Forschung verantwortlich. Ja. Im Grunde eine Frage, auch darüber werden wir noch reden, der Professionalisierung in den Leitungsstrukturen. Guter Wissenschaftler, gute Wissenschaftlerin zu sein, heißt nicht, dass man eine professionelle Leitungsperson ist. Herzlichen Dank erstmal. Sonja Ochsenfeld-Repp, Sie sind promovierte Juristin, leiten die Gruppe Chancengleichheit, wissenschaftliche Integrität und Verfahrensgestaltung bei der DFG. Vorher waren Sie stellvertretende Leiterin der COWI, der Kooperationsstelle EU, der Wissenschaftsorganisation, Leiterin des Bonner Büros. In Ihrer Funktion bei der DFG haben Sie bei der Überarbeitung der Leitlinien mitgewirkt, Sie begleitet, sage ich mal. Und Sie haben mir im Vorfeld geschrieben, Sie erkennen auch in diesen Leitlinien einen beginnenden Kulturwandel. Worin genau besteht der? Der Kulturwandel besteht darin, dass die Leitlinien von der Wissenschaft geschrieben wurden. Also in der Kommission, der Frau Hochbruck ja vorsaß, waren ja alles Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, auch die HRK als Vertreterin der Universitäten und unserer Mitgliedseinrichtungen. Und diese Personen haben wirklich aus ihrer täglichen Praxis, aus den verschiedenen Disziplinen zusammengesetzt, den Kodex entwickelt, die Leitlinien für ihre Kolleginnen und Kollegen für die Wissenschaft. Und besonders eindrücklich fand ich, dass in der ersten konstituierenden Sitzung, die wir hatten, von den Mitgliedern der Kommission das Thema Macht und Machtmissbrauch selber sofort als eins der ersten Themen aufgebracht wurde. Und zwar in dem Zusammenhang, dass gesagt wurde, der Kodex, die Leitlinien sollen wirklich, wenn man einen jungen Nachwuchswissenschaftler hat oder junge Nachwuchsgruppenleiterin, der Person in die Hand gegeben werden, als handlungsleitend. Wie mache ich das überhaupt? Wie geht das konkret? Da kann ich reingucken, da kann ich meine Leute informieren. Und da kam wirklich direkt das Thema, wir müssen auch Machtmissbrauch mit aufnehmen. Und das, finde ich, ist ein super gutes Zeichen. Wir haben ja auch aus dem Max-Planck-Netzwerk, aus dem N-2-Netzwerk, gab es ja 2017, 2018, immer wieder die Forderung, Macht und Machtmissbrauch soll auch als gute wissenschaftliche Praxis thematisiert werden und aufgenommen werden. Und das zeigt der Kodex. Er geht raus, wie Frau Hochbruck auch dargestellt hat, über den eigentlichen Nukleus wissenschaftlichen Fehlverhaltens, sondern zeigt Rahmenbedingungen auf, die gewährleistet werden müssen durch einzelne Personen, durch die Organisation, um gut wissenschaftlich arbeiten zu können. Und das, finde ich, ist ein positives Zeichen für einen Kulturwandel. Und auch nochmal mit Blick auf die Diskussion heute Vormittag, finde ich, zeigt es auch, dass das Thema ernst genommen wird, dass man sich mit dem Thema wirklich auch inhaltlich auseinandersetzt und dass es nicht darum geht, nur ein Maßnahmenbündel auszuschütten, um das kosmetisch zu bearbeiten, sondern sich wirklich so ein Awareness-Prozess durch die gesamte Wissenschaftslandschaft zieht, indem man den Kodex umsetzt. Die Einrichtungen müssen das in eigenes Recht transformieren. Und das bedingt, dass über jede einzelne Leitlinie in den Einrichtungen auf allen Ebenen gesprochen wird. Von der untersten Ebene bis zur Leitungsebene, die es hinterher bestenfalls im Senat verabschiedet. Und darüber, finde ich, wird ein Kulturwandel auch angestoßen und weitergetragen. Jetzt ist es so, dass vorhin Herr Fehrenbach, ich weiß gar nicht mehr, welche These, Nummer das war, Sie nochmal gesagt haben, naja, wir haben natürlich das Problem der wechselseitigen Abhängigkeit. Wenn es darum geht, ist Selbstkontrolle, die Frage, oder der Mythos war, Selbstkontrolle ist ausreichend. Mhm. Dann haben Sie gesagt, naja, irgendwie hängen ja alle diese Leute auch in anderen Funktionen miteinander zusammen, das heißt, sie sind ohnehin abhängig, das heißt, auch das war heute ja Thema, wir brauchen eigentlich noch eine wirklich externe Instanz, Selbstkontrolle allein reicht nicht. Rückfrage an Sie, Frau Ochsenfeld-Repp, wie sehen Sie das? Mhm. Das ist ja im Kodex so nicht vorgesehen, nochmal so eine richtig externe Instanz zu haben, die
unabhängig agieren kann? Nee, das ist nicht vorgesehen, weil wir eigentlich mit den Mitgliedern und den Einrichtungen der Wissenschaft überzeugt sind, dass die Wissenschaft das nur aus sich heraus eigentlich auch wirklich beurteilen kann. Was ist wissenschaftliches Fehlverhalten? Was ist schlechte wissenschaftliche Praxis? Das ändert sich in allen Disziplinen immer wieder. Das kann eben nur aus der Wissenschaft heraus auch vorgebracht werden. Und was für eine Akzeptanz aber einer Selbstverwaltung wichtig ist, ist, dass man eben diese Abhängigkeiten im Blick hat. Die wird es immer geben, also die wird man gar nicht verhindern können. Deshalb denke ich auch, dass reine organisationsspezifische Maßnahmen wie flache Strukturen durch Departmentstrukturen das Problem auch nicht, vielleicht auf einer Ebene vielleicht ein bisschen eingrenzen, aber auf der anderen Seite wird es immer Möglichkeitsräume geben, wie hoch und steil die Hierarchien auch immer sind. Und das muss man eben transparent im Blick haben. Und für eine Legitimation, das aus der Wissenschaft herauszumachen, kommt es eben darauf an, Befangenheitsregeln einzuhalten, Anschein von Befangenheiten, Interessenskonflikte offen zu legen. Und wenn wir so sauber unsere Verfahrensordnungen durchziehen, dann bin ich der Meinung, dass das in der Selbstkontrolle der Wissenschaft durchaus gut aufgehoben ist. Sicherlich ein Punkt, über den wir nachher noch weiter diskutieren können. Herzlichen Dank erstmal. Ulf Eisel, Sie sind Neuro- und Sinnesphysiologe und waren bis zu Ihrem Ruhestand Inhaber des Lehrstuhls für Neurophysiologie an der Ruhr-Universität in Bochum, Leiter der Abteilung Experimentelle Neurophysiologie in der Medizinischen Fakultät. Sie waren Dekan, Prorektor, Präsident der Neurowissenschaftlichen Gesellschaft. Sie sind Leopoldina-Mitglied. 1994 erhielten Sie den Leibniz-Preis. Auch Sie sind seit vielen Jahren als Ombudsperson engagiert, konkret als Repräsentant der Lebenswissenschaften und Sprecher der Ombudsstelle an der ROB. Und Sie haben mir geschrieben, die Überschrift über unsere Veranstaltung oder Diskussion jetzt ist irgendwie verführerisch. Wozu verführt die denn, Herr Eisel? Also, sie verführt natürlich zuerst mal, alle Vorurteile loszulassen, die man so im Köcher hat. Nicht, man macht Strukturen, das klingt nach Missbrauch, nach Ausnutzung, nach Behinderung anderer. Und ich persönlich finde erstens, es ist ja nicht so, und das kam ja heute auch schon öfter raus, dass Macht von Natur aus was Schlechtes ist. Macht ist ja auch nicht nur die Macht, über die wir heute geredet haben, es gibt auch die Macht des Wissens. Ich fange da sowieso für mich immer ganz klein an, auch eine kleine Bemerkung zu den flachen Hierarchien. Meine flache Hierarchie habe ich hier noch gar nicht gesehen. Als Läufer ist für mich eine flache Strecke eine Strecke ohne Steigung. Und insofern ist für mich Ihre flache Hierarchie eine weniger steile vielleicht, aber ich selbst, wenn ich über flache Hierarchien und mein Paradies einer guten wissenschaftlichen Tätigkeit nachdenke, dann ist es die Idee, sich selbst, wenn ich jetzt von mir in meiner vergangenen Tätigkeit oder ausgehe, zurückzuversetzen auf die Ebene der anderen. Die gegenseitige Abhängigkeit ist ja wirklich gegenseitig. Es ist ja nicht so, auch wenn man hier so tut, als ob jetzt Nachwuchswissenschaftler immer von den Senioren abhängig wären. Wir sind ja alle wahnsinnig abhängig von den Nachwuchswissenschaftlern. Und ich denke, es ist eine ganz gute Übung, dann hinzugehen und so eine anzustreben im Team, eine Hierarchie, des Wissens, Könnens und der ethischen Kompetenz. Und dann zu sehen, wer im Team ist denn dann der mit der größten Macht. Das muss nicht immer die Person A sein, das kann auch der dritte oder fünfte im Team sein, der plötzlich auf dem Gebiet, zum Beispiel der ethischen Kompetenz, plötzlich oben steht. Und dann wird die Interaktion multidirektional statt immer unidirektional. Und das ist natürlich so ein bisschen eine paradiesische Vorstellung. Ich sage das auch nur aus meiner persönlichen Sicht als Wissenschaftler. Wenn ich als Ombudsperson spreche, dann kann ich auch andere Ausprägungen sehen. Aber es ist zumindest nicht unmöglich, in unserem System so etwas abzubilden, auch an den Stellen, wo das System einem noch die Möglichkeiten gibt, es auch ganz anders zu machen. Insofern, also ich würde bottom-up anfangen, ganz klein, ganz bescheiden und als Wissenschaftler auf dem Bereich ist das, was die Leitlinien vorgeben, auch durchaus zu realisieren. Sie haben nicht für eine ganze Institution, aber man muss bottom-up erstmal beginnen.
Sie haben auch mir folgenden Satz geschrieben, dass man bei den negativen Fällen nicht unterschätzen sollte, wie viel Gutes integre Personen im Rahmen ihrer Macht auch durch gutes Beispiel für ihre Umgebung auf den Weg bringen. Nämlich, das sind all die Fälle, über die wir nicht reden, sozusagen. Ist die These, dass wir uns zu sehr auf die negativen Fälle konzentrieren, Herr Eisel? Ja, ich glaube, das ist keine These, das ist Realität, weil die stechen ja ins Auge. Das ist wie in der Berichterstattung in der Presse, es wird immer das hervorgehoben, was besonders ist. Die Normalität, es ist ja auch hier in der Diskussion nicht etwa herausgekommen, dass das, was wir hier thematisieren, die Normalität ist, sondern es ist ja statistisch gesehen immer noch ein deutlicher Unterschied, sonst wären wir als Ombudsleute auch absolut arbeitsunfähig, weil mit den Massen könnten wir gar nicht umgehen, die unsere Institutionen an auch guter Wissenschaft Jahr für Jahr produzieren. Also das ist keine These. Direkt dazu, wir öffnen dann die Diskussion, Jule. Vielleicht doch eine Reaktion darauf. Ich bin mir die ganze Zeit, als Sie gesprochen haben, war ich mir so unsicher. Zwischendurch dachte ich, ja genau, er hat recht. Und dann dachte ich, nee, Moment, jetzt gehen wir ja total getrennte Wege. Und ich glaube, das liegt daran, dass Sie Begriffe anders nutzen, als ich sie nutzen würde. Weil wenn Sie von Hierarchie sprechen oder von Wissenshierarchie, die ja nicht immer von A nach B gehen muss, dann stimme ich Ihnen zu, dass es nicht immer nur von A nach B gehen muss, sondern dass jeder sein Wissen in ein Team mit einbringt. Aber ist es dann eine Hierarchie? Eine Hierarchie hat für mich was mit Stabilität zu tun. Eine Struktur, die erhalten bleibt und sich eben nicht von Situation und Fragestellung und von einem Satz zum nächsten gleich wieder umändert. Und auch mit der Macht kann ja gut sein. Ist es dann denn noch Macht? Das klingt für mich so ein bisschen paternalistisch. Oder es könnte paternalistisch ankommen, so dieses ich nutze meine Macht, um meinen Zöglingen Gutes zu tun und sie zu fördern und dann raus in die Welt zu schicken, gestärkt. Das ist natürlich eine Sicht, wie man seine jungen Leute fördern kann. Aber man kann sie natürlich auch ihnen versuchen, mit dem Teamgedanken vorherrschend Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Und dann steht diese positive Macht gar nicht so im Vordergrund, wie das gemeinsam die Situation bewältigen. Also was ich eben sagte, da stand auch mit im Hintergrund, erstens, Hierarchie war ein bisschen unglücklich gewählt wahrscheinlich. Ich hätte eher über Abhängigkeiten reden müssen. Ah ja, okay. Dass die Richtung der Abhängigkeit kann sich ändern, nicht? Und was das andere angeht, also ich hoffe nicht, dass ich das gesagt habe, dass mir das im Hinterkopf war, Zöglinge gestärkt in die Welt zu schicken, sondern dass das Ziel wäre, im Team bei hoher individueller Entwicklungschance eine höchstmögliche Selbstständigkeit zu ermöglichen. Also. Oder Frau Lasser, direkt dazu. Ich wollte auch noch auf was reagieren, nämlich auf den anderen Teil, den Sie gesagt haben. Ich habe es ja heute auch schon mal so ein bisschen anklingen lassen. Diese These von, es sind Einzelfälle und es ist ja kein systematisches Problem, weil sonst würden die Ombudspersonen ja viel mehr Arbeit haben. Das ist ein bisschen ein Zirkelschluss. Ich glaube nämlich, und ich kann das auch nur mit meiner persönlichen Erfahrung im Kontakt mit den Promovierenden untermauern, dass das System so kaputt ist, dass wir die Fälle gar nicht mal mehr mitkriegen, weil die Leute sich nicht zu reden trauen. Und deswegen kommt so wenig bei den Ombudspersonen an. Mhm. Gut. Jetzt sind wir ja bei einem ganz wichtigen Punkt. Ist es so, dass diejenigen, die Macht haben, vielleicht sogar in der Lage sind, sich das System schön zu reden, weil ihnen keiner widerspricht? Und in Wirklichkeit ist allein die Tatsache, dass sie sich das schön reden, ein Ausdruck dafür, dass es nicht in Ordnung ist, um das mal so auf den Punkt zu bringen. Herr Fehrenbach, wie kaputt ist das System? Also ich würde schon jetzt nochmal auch den Punkt machen wollen, den ich im Vortrag gemacht habe, dass wir eben den Blick, und das war jetzt für mich hier in der Runde schon wieder viel zu sehr auf das Individuum fokussiert und auf die kleine Arbeitsgruppe und nicht so sehr auf die Rahmenbedingungen, die ja durch die Organisation und auch durch das Gesamtsystem Wissenschaft gegeben wird. Und da glaube ich schon, dass durch die sehr ausgeprägten Wettbewerbsstrukturen und Incentives, die diese Wettbewerbsstrukturen auch anbieten, der guten wissenschaftlichen Praxis, wie sie in Leitlinien festgelegt sind, entgegenarbeitet.
Also da sind Dinge, das ist das, worauf ich auch den Begriff finde ich einfach ganz toll, die kognitive Dissonanz hervorruft. Da passen Dinge nicht zusammen. Und diese Rahmenbedingungen definieren einfach die Kultur, die möglich ist. Und da müssen wir, glaube ich, dran arbeiten, weil die Leitlinien sind alle prima, aber ob sie die im Alltag so umsetzen können, das wage ich wirklich zu bezweifeln. Frau Ochsenfeld-Repp, Sie hatten sich zu Wort gemeldet, die DFG ist ja nun auch eine derjenigen Organisationen, die die Rahmenbedingungen mitgestaltet, die Herr Fehrenbach anspricht, Thema Wettbewerb und so weiter. Bitte schön. Genau, ich wollte nur noch mal sagen, also ich würde nicht davon ausgehen, dass das System per se kaputt ist. Ich finde, das ist ein falsches Bild, was insgesamt besteht. Ich würde auch nicht sagen, dass Machtmissbrauch ein ubiquitäres Problem ist. Ich glaube, wir haben da Fälle und da gibt es eine große Bandbreite. Und hier haben wir heute den Eisberg quasi rausgegriffen, in dem bestimmte Einzelfälle, die medial besprochen wurden, auch herausgehoben wurden. Ich glaube, es gibt auch im ganz Kleinen Konflikte von Zugang zu Daten, Autorschaftskonflikte. Es gibt Machtmissbrauch, der unbewusst passiert durch Implicit Biases. Ich glaube, das gibt es alles. Das ist aber eine ganz große Bandbreite. Es gibt aber auch ganz viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, das erleben wir immer wieder in den Verbünden, die wir fördern, die durch wirkliche Rollenbilder Nachwuchswissenschaftler und Nachwuchswissenschaftlerinnen sehr gut anleiten, auch gute wissenschaftliche Praxis zu beachten. Also ich glaube, das ist auch nochmal wichtig. Die Rahmenbedingungen setzen wir zum Beispiel als DFG ja mit den Mitgliedern selber, zum Beispiel durch diese Leitlinien oder auch durch die Förderprogramme oder Förderpolitik, die wir selber haben. Und hier ist es auch wichtig, finde ich, dass zwar gewisse Fehlanreize im System bestehen, das kann man schon sagen, durch leistungsorientierte Mittelvergabe zum Beispiel oder also nicht per se, aber wenn man bestimmte Indikatoren dort mit reinnimmt oder das reine Abstellen auf den H-Index zum Beispiel, aber da sieht man eben auch in der wissenschaftlichen Community, dass ein Umdenken stattfindet. Und so sagt es eben auch Leitlinie 5, dass andere Leistungsdimensionen mit einbezogen werden sollen. Das hatte auch Frau Lasser, glaube ich, oder das PhD-Network gesagt. Was sind die Leistungen, die neben dem reinen Publizieren wichtig sind? Passiert das auch praktisch mittlerweile? Sehen Sie das irgendwo, dass das passiert? Also wir beschäftigen uns damit in der DFG sehr intensiv, dass nicht nur die reine Anzahl wichtig ist. Das haben wir seit Jahren auch durch die Begrenzung der Publikationsanzahl, dass wir uns mit dem Inhalt des Werks beschäftigen und der Person. Wir haben zum Beispiel Befürwortungsschreiben abgeschafft in einigen unserer Programme, weil wir sagen, es kommt auf die reine Leistung und auf den Werdegang der Person an. Und wir wollen uns noch verstärkter weitere Leistungsdimensionen anschauen, alternative Karrierewege, so wie es auch selber im Kodex formuliert ist. Und das ist, finde ich, ein wichtiges Instrument, was aus der Wissenschaft selbst kommt, da auch ein bisschen gegenzusteuern und diese Möglichkeitsräume vielleicht auch ein bisschen kleiner zu gestalten. Noch kurz nachgefragt. Thema, wie das System ist. Es sind jetzt ein paar Beispiele genannt worden, wie man es verändern könnte. Das eine war Departmentstruktur, das andere war dieses immer wieder auftauchende Thema einer externen Kontrollinstanz, was auch immer die genau ist, wer die dann besetzt und so weiter. Verstehe ich Sie aber richtig, dass Sie sagen, im Prinzip sind die Grundstrukturen unseres Wissenschaftssystems so gut tragfähig, wie sie sind? Ja, ich komme, das sind immer Menschen und Möglichkeitsräume. Ich würde das gar nicht per se auf die Struktur beziehen, sondern es gibt immer Einzelfälle. Und ich glaube, wenn man ordentliche, transparente Strukturen hat, Verhaltenskodizes und wenn das auch positiv vorgelebt wird von der Führungsetage und dann runter kaskadiert, dass man dann in den bestehenden Strukturen sehr gute wissenschaftliche Arbeit leisten kann. Jule Specht. Ja, also bei Menschen und Möglichkeitsräumen, da denke ich jetzt aber natürlich auch daran, dann müssen wir natürlich den Personen, den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auch die Ressourcen zur Verfügung stellen, dass sie tatsächlich nicht unter existenziellen Nöten sozusagen leiden und deshalb eben doch Schwierigkeiten haben, ihre Möglichkeitsräume auszuschöpfen. Und da wäre bei der DFG doch zum Beispiel mal eine super Sache, wenn immer nur 100% Doktorandinnenstellen vergeben werden würden. Wir haben so eine komische Regelung zurzeit, dass es eigentlich
einige Fächer gibt, in denen 100% Stellen ganz normal sind und es gibt andere Fächer, in denen 50% Stellen normal sind. Solange wir aber Leute nicht langfristig und in einem vernünftigen Ausmaß bezahlen, sind sie immer in einer niedrigeren Machtposition als andere, die eben auf ihrer, so wie ich, auf ihrer unbefristeten Professur sitzen und erstmal nicht so viele Konsequenzen fürchten müssen. Also ich finde, wenn Menschen und Möglichkeitsräume umfassen natürlich dann sehr viel. Mhm. Herr Eisel? Ich möchte auch jetzt mal nochmal auf Frau Lasser zurückkommen. Es ist ja nicht so, dass nicht, also ich habe jetzt im Überblick etwa 120 Fälle, die ich in den letzten 6, 7 Jahren gesehen habe. Und da sind 12 Fälle ganz klar von Macht- und Abhängigkeitsverhältnissen geprägt. Und es ist sogar auch so, dass das System eben nicht so gesund ist, dass man die alle lösen kann. In 4 etwa von diesen Fällen sind wir komplett gescheitert, insofern als die Balance, die das Ombudswesen versucht, in diese Fälle reinzubringen, nicht zu erzeugen war, weil die Machtseite zu stark war Situationen bestanden haben, wo auch keine Einflussmöglichkeit bestand. Dann wurden Dinge formal komplett korrekt gelöst, in Anführungsstrichen. Und als Ombudsmensch musste man sagen, das ist aber die falsche Lösung. Nicht? Also es ist nicht so, dass zur Krankheit und Gesundheit. In einem ganz normalen universitären System kann man ziemlich viel und man hat auch Stellschrauben, das zu verbessern und kontinuierlich durch Kommunikation der Möglichkeiten und durch Bekanntmachen in der ganzen Community voranzukommen. Aber es gibt ja auch Situationen, wo mehrere Institutionen zusammenarbeiten und wo der gute Willen auf der einen Seite ist und die Macht auf der anderen. Hätte da geholfen, wenn es so eine externe Instanz gegeben hätte? Nee, weil das ist da geht es in Rechtsfragen und in Fragen, wer ist der Dienstherr, und der Dienstherr kann machen, was er will. Und wenn wir der Meinung sind, dass das nicht richtig ist, dann können wir da unzufrieden zu Bett gehen mit. Ja. Herr Fehrenbach, ich würde gern mal noch den Begriff der Macht insofern hinterfragen, dass ich auch mal positiv ihn drehen will und sagen möchte, naja, brauchen wir nicht auch in unserem Wissenschaftssystem Formen der Macht? Brauchen wir nicht auch Formen der Hierarchie? Und ist es automatisch Machiavelli, wenn man sagt, dass natürlich auch der Zweck ein Stück weit die Mittel heiligt, im Sinne von, wenn wir gute wissenschaftliche Produkte erzielen wollen, dann müssen wir auch die entsprechenden, in Klammern, Machtstrukturen haben. Herr Fehrenbach, führst du jetzt aufs Glatteis? Nein. Da wäre jetzt erstmal mal eine Gegenfrage, was verstehen Sie unter gutem Produkt? Wenn Sie das so definieren. Ja, dass alle, dass die Universitäten in den Rankings ganz nach oben gehen, dass die Zahl der Drittmittel steigt. Sie merken, worauf ich hinaus will. Natürlich ist es so, dass wir noch gar nicht genau wissen, was am Ende auch das gute Produkt ist. Aber ich will es mal anders formulieren nochmal. Ist nicht am Ende Macht auch unter Umständen was Hilfreiches? Also generell würde ich das auf jeden Fall unterstreichen. Ja, also Macht ist ja auch ein Mittel der Steuerung, also durchaus auch im positiven Sinn. Also Macht wird ja erst dann sozusagen zur dunklen Seite der Macht, wenn sie eben zum einen entweder missbraucht wird für ganz persönliche Zwecke, also in den Strukturen, also das würde ich durchaus eben schon mal voraussetzen, ist ja die Gabe von legitimer Macht oder legitimierter Macht an Personen beziehungsweise an die Rollen, die Personen innehaben, ja mit einem positiven Zweck erstmal verknüpft. Also das würde ich schon unterstellen. Was dann passiert eben in der konkreten Situation, wird zum einen von der Person, der Persönlichkeit mit beeinflusst, aber zum anderen eben auch, wie ich es schon mal gesagt habe, von den Rahmenbedingungen, die dann eben definieren, wie Sie sagen, was ist gute Wissenschaft? Ja.
Also beziehungsweise, was ist ein gutes Produkt von Wissenschaft? Womit wir wieder bei den Anreizen sind. Genau. Jule Specht? Naja, ich frage mich immer, welches Bild von Macht steht denn dahinter? Also wenn ich einen Konflikt habe und ich kann den argumentativ lösen, würden wir doch alle einig sein, dass es besser ist, sich in einen argumentativen Wettstreit zu begeben und dann möge das bessere Argument gewinnen und nicht, dass die Machtebene entscheidet, wie dieser Konflikt beendet wird. Insofern frage ich mich immer, was ist denn so ein, also ich kann mir vorstellen, dass Macht Zeit spart und dass Macht das Wohlbefinden von den Machtausübenden erhöhen kann, wenn man sich eben nicht immer wieder in Reibereien begeben muss. Insofern sehe ich schon, dass das positive Konsequenzen haben kann, aber inwiefern das für uns als Wissenschaft insgesamt tatsächlich, wann es wirklich gute Macht ist, fand ich jetzt noch nicht so trennscharf herausgestellt. Also da sagen wir mal so, ich würde da, also ich stimme Ihnen dazu, natürlich sind sozusagen die so der freie Wettbewerb der Argumente irgendwelchen direktiven Maßnahmen vorzuziehen. Aber ich würde da praktisch sagen, naja, die Zuweisung von einer Entscheidungsbefugnis, sage ich jetzt mal, ist also ein bisschen wie ein Vertragsabschluss auch. Ich meine, ich schließe Verträge, um sozusagen in Konfliktfällen mich auf etwas beziehen zu können. Wenn alles normal läuft, dann brauche ich in einem Vertrag überhaupt nicht auf Paragraph 3 oder 4 hinweisen. Das tue ich nur, wenn der Konfliktfall auftritt. Und wir sind alles Menschen und zwischen Menschen treten Konflikte auf, weil Interessenskonflikte bestehen, unterschiedliche Interessen da sind. Frau Lasser, ich fand interessant, ich habe mir noch mal rausgesucht, das Papier von 2018 zum Thema Machtabhängigkeiten, Umgang mit Konflikten, was Max Planck, PhD.net veröffentlicht hat. Und ich fand interessant die große Bedeutung, die Sie verpflichtenden Professionalisierungstrainings, wie auch immer, für Führungskräfte eingeräumt haben, dass sie gesagt haben, jeder Forschungsgruppenleiter, der verantwortlich ist für Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, muss verpflichtende Schulungen machen. Es geht da um Kommunikation, es geht um Konfliktlösung, es geht um Supervision, es geht um Verhalten und es geht um Führungsverhalten bis hin auch zu Fragen von Arbeitssicherheit. Ist das realistisch? Also ist sozusagen, weil die Sache ist doch, dann müssten diejenigen, die eigentlich derzeit die Macht haben im System, freiwillig auch beschließen, wir wollen uns an der Stelle irgendwie auch einer Verpflichtung unterwerfen. Das klingt wie ein Widerspruch in sich. Warum sollten die das tun? Ich glaube, schlussendlich wird es realistisch, wenn Organisationen das einfordern. Also wenn die Max-Planck-Gesellschaft sagt, wir berufen dich nur, wenn du dich verpflichtest, einen Kurs zu machen. Und ich glaube, dass Organisationen durchaus ein Interesse daran haben und daran haben sollten, das einzufordern. Denn es werden wahnsinnig viele Effizienzen gerade dadurch verbrannt, dass Führungsverhalten mangelhaft ist an vielen Stellen. Es brechen viele Promovierende ab, es spielen viele Promovierende mit dem Gedanken abzubrechen, es gehen Daten verschütt, es sterben Kooperationen, weil Leute nicht miteinander können. Ich glaube, es hat noch niemand abgeschätzt, wie viel Stunden oder Geld tatsächlich dadurch verloren geht, aber meine eigene Erfahrung, das können wahrscheinlich alle, die in diesem Raum sitzen, bestätigen, sagt, es könnte so viel dadurch gewonnen werden, wenn Führungskräfte mal ein paar Tage darin investieren, sich anzugucken, wie sie eigentlich sinnvoll führen. Frau Ochsenfeld-Repp, gehört zum Thema Selbstkontrolle der Wissenschaft nicht auch eine Selbstprofessionalisierung? Und müsste dann eigentlich nicht auch Teil eines Kodexes sein, genau das zu verlangen und zu sagen, Selbstkontrolle der Wissenschaft setzt voraus, dass ihr als Wissenschaftler, Wissenschaftlerin auch die Qualifikation habt an der Stelle?
Haben wir automatisch alle nicht. Wer hat denn automatisch von Geburt an Führungsqualifikationen? Unbenommen, stimme ich vollständig mit Ihnen überein. Das steht ja auch so schon drin. Also verpflichtend. Der Kodex ist eine Leitlinie, ne? Und indem die Einrichtungen das umsetzen in eigenes Recht, beschäftigen sie sich damit und werden auch in ihren Organisationsformen, sagen wir mal, bestimmte Personalentwicklungsmaßnahmen aufsetzen. Aber ich habe es nicht so verstanden, dass jetzt alle Professorinnen und Professoren jetzt verpflichtet werden, das zu tun. Nee, das ist auch nicht so, weil ich glaube, dass das auch nichts bringt, wenn man da nur mit Verpflichtung arbeitet, weil es geht ja nicht darum, das ist ja eigentlich auch schon viel zu spät, wenn ich die Person eingestellt habe. Es geht ja vielmehr darum, in den Auswahlprozessen, im Rekrutierungsverfahren, in dem Moment schon selber, sich nicht nur die fachliche Qualifikation der Person anzuschauen, sondern auch, ist die Person denn geeignet, Führungsverantwortung in Kontext X zu übernehmen, für so und so viele Personen Verantwortung zu tragen, wo hat die Person das schon mal gezeigt. Das, finde ich, ist ein Schritt, der viel früher kommt und nicht mit verpflichtenden Kursen später anfängt, weil wenn ich persönlich nicht geeignet bin für bestimmte Aufgaben, dann nutzt mir auch ein Kurs nichts, wenn ich den hinterher ein oder zwei Tage absitze. Das kann ich ja auch machen, nur um das verpflichtend einmal hinter mich gebracht zu haben. Das führt ja nicht zum Systemwechsel oder zu einem Kulturwandel. Ich glaube, wenn man jetzt die Person, die man jetzt rekrutiert, viel stärker darauf achtet, genauso wie GWP-Kenntnisse abzufragen, in Anführungszeichen. Also inwieweit beschäftigt sich die Person denn überhaupt in ihrem bisherigen Werdegang damit? Wie möchte die das an meiner Einrichtung vielleicht auch umsetzen oder dazu beitragen? Ich glaube, dass das viel mehr bringt als bloße Verpflichtung. Mhm. Ich würde da gerne drauf reagieren und widersprechen, vehement, aus mehreren Gründen. Zum einen glaube ich, dass alleine die Tatsache, dass eine Organisation sowas einführt, ein Signal setzt und sagt, das Thema ist uns wichtig, wir reden darüber in unserer Organisation und wir thematisieren es. Der zweite Punkt, wenn man sagt, okay, wir gucken bei Berufungen, dass die Leute diese Erfahrungen schon mitbringen, wir bieten keine Trainings an, wir verpflichten sie nicht dazu. Na, wo sollen es die Leute denn dann lernen? Also auf der Uni lernen wir es nicht. Irgendwo müssen wir ja Führungsverhalten lernen und das sind alles clevere Leute, die können sowas lernen. Und der dritte Punkt, das wird zurückgemeldet aus den paar Führungskräfteschulungen, die wir in Max Planck schon haben, dass die Leute, die daran teilnehmen, sehr, sehr happy drüber sind, nicht, also auch wegen der Inhalte, aber auch, weil sie endlich mal in einem Rahmen, der frei ist von den täglichen Zwängen, sich mit ihren Kollegen über Führungssituationen austauschen können und nicht mehr alleine sind mit diesen Herausforderungen. In der Max-Planck-Gesellschaft ist es auf jeden Fall so, dass jetzt künftig alle neu berufenen Direktoren verpflichtende Maßnahmen durchlaufen müssen. Was ich nicht ganz verstanden habe, habe ich keine klare Antwort drauf bekommen, was mit denen ist, die schon Direktoren sind. Aber ich glaube, dass das vor allem eine Frage der Arbeitsrationalität ist, erstmal mit den Neuen anzufangen. Und ich glaube, auf Dauer werden diejenigen, die schon sind, auch nicht verschont bleiben. Frau Ochsenfeldre. Ich wollte nur noch mal richtig stellen oder noch mal betonen, dass ich nicht gesagt habe, dass die, die im System sind, dass denen ich auch eine Schulung guttun könnte. Aber ich würde es nicht als verpflichtende Maßnahme sehen und den wesentlichen Schritt sehe ich eben am Anfang. Mhm. Herr Fährmann, dann Herr Eisel. Also ich finde jetzt diese Diskussion ganz interessant, weil hier ja jetzt über die Verpflichtung gesprochen wird. Das heißt, eine Organisation setzt ein Machtmittel ein, um etwas zu erreichen. Und Macht zu retten. Eben war so die Diskussion, Macht wollen wir eigentlich gar nicht haben. In einem anderen Kontext wird er dann durchaus eine positive Gestaltungsmöglichkeit zugeschrieben. Einfach nur so mal als Hinweis noch. Als Beobachtung. Ja. Herr Eisel. Also mir kam auch vorhin schon gleich der Gedanke, als das Wort fiel, dann soll man doch den guten Forschern einfach keine Führungsaufgaben geben. Da habe ich sofort gedacht, die können ja auch was dazulernen. Und insofern passt für mich das auch ganz gut, dass man durchaus so ein professionelles Training, da könnte man auch wenn man davon noch nie was gehört hat, sogar Spaß dran finden, könnte ich mir denken. Aber dann eine andere Sache, und da muss ich vielleicht vorweg sagen, dass ich Mediziner bin, ehe ich das sage, weil es war ja vorhin mal auch die Frage, wer wird das denn mitmachen? Wer wird sich dem denn beugen oder zur Verfügung stellen? Und es gibt natürlich bestimmte Fachkulturen, Fachdisziplinen, die durch bestimmte Umstände, wie zum Beispiel Leitung einer sehr großen Klinik, ganz andere Vorstellungen über die
Wichtigkeit der eigenen Macht haben. Und dann, denen fällt es sehr schwer, sich was anderes vorzustellen. Also das insofern... Sagen wir mal so, die Medizin ist ein sehr extremes Beispiel der Machtstrukturen. Ja, ja, deshalb habe ich mich vorher geoutet, denn sonst... Aber vielleicht ist die Medizin deshalb auch ein besonders gutes Beispiel, Herr Eisel, weil dort eben die Strukturen sehr... Das sind die Fälle, wo ich vorhin gesagt habe, schmerzlich gescheitert. Nicht? Herr Fehrenbach, erzähle dich. Frau Lasser noch kann... Ja, nur noch ganz kurze Reaktion. Ich habe nicht gesagt, dass man gute Wissenschaftler keine Führungsaufgaben geben soll, sondern ich wollte darauf hinweisen, dass es aktuell in unserem System für gute Wissenschaftler keine Möglichkeit gibt, in dem System zu verbleiben und Karriere zu machen, ohne Führungsaufgaben wahrzunehmen. Und das ist der Missstand, auf den ich hinweisen wollte. Es sollte auch die Möglichkeit geben, ein brillanter Mensch zu sein, der leider überhaupt nicht mit anderen Menschen kann, in seinem stillen Kämmerlein zu sitzen oder Labor und einfach nur Wissenschaft zu machen. Ich würde jetzt gleich gerne zu Ihnen öffnen, zu Ihren Fragen, zu Ihren kurzen Kommentaren, noch eine Frage aber an unsere Ombudsperson stellen. Und zwar, wie ist denn das eigentlich, Herr Fehrenbach, Herr Eisel, wo hört eigentlich die Verantwortung von Ombudspersonen auf? Sie haben vorhin als Mythos gebracht, dass Machtmissbrauch nichts mit, also nicht sozusagen die Behandlung oder der Umgang mit Machtmissbrauch keine Aufgabe von Ombudspersonen ist, aber natürlich nicht nur von Ombudspersonen. Wo hört sozusagen vielleicht auch Ihre Verantwortung auf? Wo müssen Sie auch sagen, das kann ich jetzt nicht regeln, das ist jetzt nichts für uns? Würde ich gerne Sie beide hören. Also, Herr Eisel. Ich wollte mit dem Mythos eigentlich darauf hinweisen, dass es im Moment, glaube ich, extrem schwierig ist für Ombudspersonen, sich mit dem Thema Machtmissbrauch zu befassen, weil es wird ja von ihnen auch eine qualifizierte Beratung gefordert. Und ich sehe eben nicht, dass mit den derzeitigen Leitlinien die Ombudspersonen schon auf diese Aufgabe wirklich vorbereitet sind. Also da ist ein Konflikt zwischen Kompetenz, die ich habe, beziehungsweise die viele vermutlich nicht haben. Da würde ich mich auch mit einschließen. Und eben dem, was von mir verlangt wird. Also da muss es eben, glaube ich, auch wirklich sehr stark dran gearbeitet werden, da Fortbildungsangebote für Ombudspersonen zu geben. Und das ist vielleicht tatsächlich auch ein Feld, wo ich noch mal klarer trennen, also versuchen würde zu trennen. Es ist ja oft nicht wirklich ganz trennbar zwischen eben Machtmissbrauch im Kontext von Führungs- und Leitungsaufgaben und sozusagen reinem wissenschaftlichem Fehlverhalten. Das reine wissenschaftliche Fehlverhalten ist vermutlich leichter durch Selbstkontrolle zu bewerkstelligen, während wenn ich jetzt diesen sehr breiten und aus der Wissenschaft auch herausführenden Bereich mit hineinnehme, da wird es, glaube ich, wirklich sehr, sehr schwierig, das in der reinen Selbstkontrolle zu lassen. Herr Eisel? Also erstmal, wann in meiner Sicht, wann höre ich auf als Ombudsperson? Das ist einmal, wenn der Fall aus dem akademischen Bereich in den gerichtlichen, juristischen Bereich weitergegangen ist. Das ist für mich normalerweise das Signal für das Ende. Andererseits ist es auch ein Signal, dass wir unseren betreuten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern geben, wenn ihr mit uns gescheitert seid, dann habt ihr immer noch den Rechtsweg offen. Das ist die andere. Beruhigt die das? Die andere, ja, schon. In den Fällen, die ich gerade angesprochen habe, schon. Also ich hatte sogar einen Fall, da habe ich also in einem Studiengang, wo es auch um die Ausübung von Macht in dem Sinne ging, dass die Leitung des Studiengangs Maßnahmen ergriffen hat, eine Studentin zu exmatrikulieren, die absolut nicht in Ordnung waren, und die haben eine vollständige Analyse ihres eigenen Vorgehens von mir bekommen, mit dem zusätzlichen Rat, das rückgängig zu machen, und sie haben beschlossen, das in den Wind zu schlagen und vor Gericht zu gehen, und da haben sie verloren. Hat mich natürlich gefreut. Das hätten sie sich sparen können. Und aber wir waren gerade erst noch bei was anderem.
Ich kann aber noch vielleicht nachfragen an der Stelle dann gerade, an welchen Stellen würden Sie sich mehr Macht wünschen als Ombudsperson, wenn wir den Begriff Macht schon benutzen? An welchen Stellen würden Sie sich als Ombudsperson mehr Macht wünschen? Ja, also wir sind ja, wir haben zwar keine exekutive Macht, aber wir sind ja eine gewisse moralische Macht. Also, und ich finde schon, dass wir die... Reicht die? Ja, wir nutzen die ja sehr oft, um so Machtasymmetrien auszugleichen, um sozusagen den Schwachen, um die Schwachen auf Augenhöhe mindestens zu heben. Also ich meine, das System ist eigentlich nicht auf Macht ausgelegt, glaube ich. Das System ist auf Sachverhaltsklärung und Sachlichkeit ausgelegt. Also es ist schön, Reputation und Anerkennung zu haben bei den Kollegen, die man berät, aber Macht brauche ich nicht. Mhm. Herr Fehrenbach nickt, sieht da auch so. Macht brauchen Sie nicht. Mehr Macht. Wir haben ja keine. Person. Also da würde ich Herrn Eisel also wirklich auch zustimmen. Das ist ein anderer Rahmen, in dem man tätig wird. An der Stelle würde ich jetzt gerne öffnen. Es geht um das Thema auch, was Sie zuletzt sagten, anderer Rahmen. Vielleicht ist es etwas, was auch einige noch interessiert, das zu vertiefen. Sie sind aufgestanden. Ich war den Vormittag, Nachmittag nicht die ganze Zeit da. Insofern weiß ich nicht, wer sich schon mal vorgestellt hat und nicht. Die Dame zuerst. Sagen Sie ruhig nochmal Ihren Namen. Und ich vermute, wir werden viele Wortmeldungen haben. Möglichst kurz, sonst achte ich drauf, wenn es zu lang wird. Okay, verstanden. Katharina Willenbücher vom ATB in Potsdam. Ich habe eine Frage an Doktorin Ochsenfeld-Repp. Entschuldigung, dass ich das ablesen musste, ich wollte das richtig aussprechen. und zwar hat Professorin Specht, vorhin erwähnt, das mit den 100%-Stellen der Promovierenden. Was muss denn geschehen, damit die DFG in allen Bereichen nur noch 100%-Stellen vergibt? Herzlichen Dank. Sie sind ein wunderbares Vorbild für alle anderen Fragensteller und Fragestellerinnen, weil das so schön knapp auf den Punkt war. Frau Ochsenfeld-Repp. Ich würde mal sagen, dass die Höhe, ob es jetzt 75 sind oder 100%, erstmal nichts daran ändert, dass die Stelle befristet ist. Und das ist das prekäre Arbeitsverhältnis. Und das, finde ich, ist in erster Linie der Grund, aus dem Abhängigkeitsverhältnisse entstehen. Das befristete Abhängigkeitsverhältnis und die unbefristeten Stellen. Und die Höhe der Stellen, die wir derzeit vergeben, wird von den einzelnen Fachkollegien festgestellt, mit Blick auf die Marktlage und auch mit dem Zweck, mit dem wir Dissertationen auch finanzieren. Wir haben aber jetzt neue Fachkollegien, die sich gerade konstituieren. Und genau dieses Thema wird jetzt auch von den Kolleginnen und Kollegen, die dort jetzt erstmals zusammenkommen, in der ersten Sitzung oder aber auch in den zweiten Sitzungen, dritten Sitzungen besprochen werden. Ich erinnere mich, Jule Specht, an einen Gastbeitrag bei mir im Blog, der sich genau mit dem Thema beschäftigt hat. Genau, und es ist super, dass jetzt neu gewählt wurde und hoffentlich Personen gewählt wurden, die sich dafür einsetzen. Zur Wahrheit gehört aber auch, man könnte das für die ganze DFG klären. Man muss jetzt nicht jede einzelne Fachgruppe abtingeln, sondern wenn die DFG das wollte, könnte sie auch über alle Fachgruppen hinweg dieses Anliegen nach vorne bringen und sagen, die jungen Leute sind schon befristet, schlimm genug. Zumindest werden sie für die Zeit, die sie arbeiten, auch bezahlt. Denn sie arbeiten ja 40 Stunden pro Woche in allen Fächern, nicht nur in den wenigen, wo sie 40 Stunden bezahlt werden, sondern in allen. Soll ich dazu was sagen? Gerne, Frau Ochsenfeld-Repp, dann Frau Lasser. Also erstmal ist es ja so, dass man auch seine eigene Promotion vorantreibt, seine eigene Qualifizierung, das ist auch immer ein Teil der Stelle. Und wer ist die DFG? Die DFG ist nicht die Geschäftsstelle. Die DFG sind die Mitglieder und die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen und die Communities. Und das ist erstmal eine Entscheidungsbasis, die getroffen werden muss. Und da ist ist die Verständigung zu suchen. Frau Lass. Ich wollte widersprechen, dass die Höhe der Stelle keinen Unterschied in der Prekarität macht und auch ein bisschen davor warnen, dass man ein Problem damit erschlägt, dass es ja noch ein anderes Problem gibt. Es macht einen Unterschied, ob ich 75% oder 100% kriege, wenn ich ein Kind habe, eine Familie habe, die ich ernähren muss. Es macht einen Unterschied in dem Arbeitslosengeld, das ich kriege, wenn ich vielleicht meine Promotion dann auf Arbeitslosengeld zu Ende schreiben muss. Es macht einen Unterschied,
ob ich ganz, ganz dringend diese eine Verlängerung noch brauche und deswegen alles für meinen Chef tue oder ob ich es mir leisten kann, ein halbes Jahr von meinem Ersparten zu leben. Das sind alles so kleine Faktoren, wo es wohl einen Unterschied macht, ob ich vorher 50%, 75% oder 100% gekriegt habe. Mhm. Und ich kann mich nur anschließen, wir arbeiten 40 Stunden. Auch in einem Unternehmen hat man Fortbildungen und wird von einem Chef geführt und auch da hat man Komponenten der Arbeit, die nicht unbedingt der direkten Produktivität dienen. Und dieses Argument, dass wir noch in Ausbildung sind, finde ich daneben. Wir sind Wissenschaftler und wir arbeiten wissenschaftlich und wir publizieren. Großteil der Publikationen hat Promovierende beteiligt und das Erstautoren und wir sollten auch dafür bezahlt werden. Bitteschön. Hallo, Christian Lumpetag, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Allerdings muss ich mir jetzt meinen anderen Hut aufziehen. Ich bin auch Mitglied des Beirates von Uniwind, also das ist der deutschlandweite Verband für die Graduierteneinrichtung. Bei uns kommen im Beirat eine ganze Menge Beiträge aus den Graduierteneinrichtungen auf und viele von denen bieten halt genau nämlich Konfliktberatung, niedrigschwellige Konfliktberatungsangebote an, wo sehr häufig genau nämlich dieser Machtmissbrauch auch also Thema ist. Und von daher, ich fand das sehr, sehr schön, was Herr Eisel gesagt hat. Im Endeffekt, es geht eigentlich in der Konfliktberatung darum, Machtmissbrauch weist auf eine Imbalance hin. Es ist egal, was man am System ändert. Macht sucht sich ihren Weg. Die Frage ist, kann man Missbrauch counterbalancieren? Das heißt also, einer gefühlten Ohnmacht tatsächlich eine Ermächtigung entgegensetzen. Und da ist die Frage, das geht oftmals mit einer Frage einher, wo ist das Commitment der Leitung? Also ein System sucht sich immer den Weg des geringsten Widerstandes, auch in solchen Systemen. Was können wir tun, damit Leitungen Strukturen schaffen, die eine Ermächtigung der Personen, die sich im Moment ohnmächtig fühlen, wirken? So. Herr Eisel. Herzlichen Dank, Herr Eisel. Ja, das ist ja die Hoffnung, dass wir nochmal zu dem Thema Macht. Macht braucht natürlich auch ein Gerüst, also ob der es ihr leichter macht, gut zu sein. Ich meine, da müssen wir die Gerüste in der Richtung ändern. Es ist ja schon so, dass unsere graduierten Einrichtungen, die großen zumindest, unsere Research School hat eine eigene Ombudsperson, um da schon mal einen ersten Schritt zu machen. Aber immer wenn es knifflig wird, kommt das dann doch zu uns. Nicht? Und da wäre es schön, wenn das strukturell verbessert werden könnte. Wenn es keine Ergänzung gibt, bitteschön. Ariane Berthoud-Antal, Ombudsperson am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Erstmal vielen Dank für die vielfältigen Beispiele, die Sie gebracht haben, Punkte, die Sie gemacht haben. Mir fehlen aber zwei Elemente, vielleicht können Sie dazu was sagen. Mir fehlen in der Machtstruktur andere Akteure. Wir haben uns bisher nur auf die Wissenschaftler konzentriert und es gibt viele andere Akteure im Wissenschaftssystem, Sachbearbeiterinnen, Sachbearbeiter zum Beispiel, die vielleicht gar nichts direkt Wissenschaftliches tun, aber in den Projekten da sind und Beobachtungen machen können und manchmal sehr schwere Erfahrungen machen. Über die haben wir nicht gesprochen. Und welche Rolle können Sie haben in der Benennung von Problemen oder auch im Erleiden von Problemen mit wissenschaftlicher Integrität? Ich nenne gleich ein Beispiel. Und die andere Dimension, die mir sehr zu kurz gekommen ist, als Machtfaktor ist ein Drittmittel. Das Geld, was Leute einwerben, Sie sprachen von den brillanten Köpfen. Nicht jeder brillante Kopf kann Geld holen, aber manche Leute können Geld einholen und das ist dann so wertvoll für eine Institution, dass sie einiges durchgehen lassen. Mein kurzes Beispiel ist nicht vom Wissenschaftszentrum, sondern von einer Teilnehmerin in einem Seminar, was ich gegeben habe und die war an der Humboldt-Universität, hatte die Stelle jetzt nicht mehr inne. Also Sie können nicht anfangen zu rätseln, wer könnte das dann sein. Sie war Sachbearbeiterin in einem Institut, was auch mit Tieren Experimente gemacht hat. Was sie beobachtet hat und war horrend an Nichtbeachtung von den Regeln. Und sie war in Situationen gestellt von ihrem Direktor, von dem Leiter, wo, wenn es Prüfungen gab, musste sie dann die Rede halten und plötzlich war er nicht mehr sichtbar. Sodass sie quasi, wir sprachen vorhin von Macht und Verantwortung, sie wurde in Verantwortungsposition gebracht für eine Sache, die sie gar nicht verantworten konnte. Wie kriegen Sie dann in Ihren Systemen und Ihre Denkweise dann solche Akteure und solche Faktoren dann sichtbar und bearbeitbar, weil diese junge Frau hat schrecklich gelitten, die Tiere auch. Und das Wissenschaftssystem hat auch darunter gelitten, weil Projektmittel aus einem Antrag für ganz andere Forschungsprojekte genutzt worden sind. Und das sind Leute, die sowas sehen. Okay, herzlichen Dank. Jule Specht,
vielleicht zunächst, aber auch würde ich auch gerne die anderen hören, konzentrieren wir uns zu stark auf die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wenn wir darüber sprechen und vergessen, dass es ganz andere gibt, die auch Machtmissbrauch ausgesetzt sind. Und ist es vielleicht so, dass wir wieder in einer Machtstruktur drin sind, weil die Wissenschaftlerinnen, auch die Nachwuchswissenschaftlerinnen vielleicht selber in einer besseren Machtposition sind als die Mitarbeiter und deshalb sich um die keine Gedanken machen müssen? Also ich glaube schon, natürlich, wir haben Biases und ich fand dieses Beispiel gerade sehr wertvoll, das Sie eingebracht haben. Ich habe dann zuerst an Studierende gedacht, da fällt es immer, also da fällt es schon auch auf, dass es strukturelle Benachteiligungen gibt, was auch daran liegt, dass eben Professorinnen und Professoren in den Gremien viel mehr vertreten sind als andere potenzielle betroffenen Gruppen. Insofern bin ich sehr froh, dass Sie den Punkt aufgebracht haben und ich habe, glaube ich, zwischendurch genickt, vielleicht hast du mich dann auch deshalb direkt angesprochen, und zwar, weil ich dachte, bis zum heutigen Abend hätte ich gar nicht gewusst, dass ich mich an Sie wenden kann, wenn ich von Machtmissbrauch betroffen bin, und gedacht hätte, ich wäre immer zuerst zur Frauenbeauftragten gegangen, was natürlich daran liegt, dass ich eine Frau bin und das vielleicht also weiß ich gar nicht, wie das jetzt bei anderen ist oder wie bekannt das ist, und Sie hatten ja auch gesagt, es sei irgendwie so ein vielleicht auch noch gar nicht so, dass sie sich eigentlich vor allem auf wissenschaftliche Fragen stellen. Und deshalb kann ich mich eigentlich nur aus der Perspektive, mich würde auch mal interessieren, wohin man sich eigentlich wendet. Ich bin zur Frauenbeauftragten gegangen und ihr ist gesagt worden, damit habe ich nichts zu tun. Ja, okay. Ja, gut. Ja. Mhm. Herr Eise, dann Frau Ochsenfeld-Repp. Ganz kurz, eins wollte ich auch in diesem Zusammenhang sagen, bei uns haben wir die Ombudsstelle für gute wissenschaftliche Praxis und die für Compliance integriert, sodass das für mich auch die Grauzone weil meistens abgedeckt ist und wir uns auch öfter zuständig fühlen als andere, weil wir eben auch direkt in diesen nicht wissenschaftlichen Bereich abgleiten müssen oder können. Es gab also in der Tat nur in der Zeit, die ich überblicke, nur einen Fall, wo der Hinweis von einer nicht wissenschaftlichen Mitarbeiterin kam. Aber der kam genauso zu uns und wurde genauso behandelt wie die anderen. Aber es ist in der Tat vielleicht nicht hinreichend kommuniziert. Es war nur ein Fall und den durfte ich leider nicht mal bearbeiten, weil ich wegen Befangenheit meinen Stellvertreter ranlassen musste. Mhm. Ochsenfeld-Repp. Geht in die gleiche Richtung. Ich wollte auch sagen, das kommt überhaupt nicht auf die Person an, die den Hinweis gibt und welchen Rang oder welches Gebiet die Person bearbeitet, vom Sachbearbeiter bis zum Direktor. Da sind die Meldewege gleich. Also wir nehmen auch Hinweise von Personen an, die nicht aus dem wissenschaftlichen Bereich kommen. Also sei es im Fall wissenschaftliches Fehlverhalten. Sie hatten aber auch gerade angedeutet, dass es da um Drittmittel geht. Ich meine, wir haben auch wie jeder andere Drittmittel gebende Einrichtung, Compliance, Revisionen, also Mittelfehlverwendung kann man genauso anzeigen von allen Ebenen bei den Einrichtungen, die Fördergelder bewilligt haben. Aber wenn sich da keiner meldet, spricht das ja dafür, oder wenn sich wenig Personen melden, wie es ja jetzt anklingt, spricht das ja dafür, dass es eben dieses Selbstbewusstsein nicht durch alle Statusgruppen durchdringt. Könnte ich mir vorstellen. Sowohl, dass das Wissen fehlt, aber auch, dass offenbar das Vorhandensein noch nicht heißt, dass man in der Position ist, sich zu trauen, es zu melden, dass halt andere Strukturen wirken, warum man es nicht nutzt. Herr Fährmann. Also ich bin auch dankbar nochmal für den Hinweis. Ich glaube, wir haben heute Abend einfach dadurch, dass wir mit dem Thema Machtmissbrauch sehr auf die Führungsebene auch fokussiert waren, sozusagen die untergeordneten Ebenen, in denen sehr viel unterschiedlicher Professionen tätig sind, etwas vernachlässigt. Wir hatten damals eben, als wir an unserem Forschungszentrum infolge dieses Fehlverhaltensfalles 2010 dann ein Weiterbildungsprogramm installiert, das eben genau an der Stelle eingesetzt hat, dass eben Forschungsprozess durch ganz unterschiedliche Personen und Berufe auf den Weg gebracht wird, technisches Personal, Doktoranden, Ingenieure gegebenenfalls, Statistiker und eben auch Wissenschaftler und eben auch über die unterschiedlichen Hierarchieebenen. Und die sind alle in diesen Prozess eingebunden worden, weil natürlich eben auch auf der Ebene, jetzt
Sie haben jetzt nicht von dem Fehler auf der Ebene berichtet, sondern eben von dem Beobachten von Fehlern und Fehlverhalten auf der Ebene. Aber auch da können Fehler passieren und man muss eine Awareness eben auch entwickeln auf allen Berufsebenen für diese Dinge. Und das dürfte sicherlich auch für das Thema Machtmissbrauch dann wesentlich sein. Sie haben jetzt gerade aus Borstler Modell abgehoben. Genau. Was, glaube ich, überhaupt sehr lesens- oder anschauenswert ist im Zusammenhang mit unserem Thema heute, also würde ich sagen. Ja. Herr Eisel, ich würde, wenn noch, Sie hatten sich noch mal gemeldet, ansonsten nein, ganz kurz und dann nehmen wir. Nee, ich hatte genau zu unseren Fragenden gezeigt, so, die mal dran sind. Ja, das ist ein guter Punkt. Also wir müssen jetzt auf allen Seiten etwas an Tempo zulegen, damit ich meine Prognose mit den 4 Stunden nicht wahr mache. Wir haben noch eine Reihe von Fragen, Anmerkungen. Insofern weiter die Bitte um kurze Fragen, kurze Anmerkungen und dann auch eventuell immer schauen hier, ob alle darauf antworten müssen. Bitte schön. Ja, Jörg Werner, Frankfurt School of Finance and Management. Ich habe eine Professur Betriebswirtschaftslehre und beschäftige mich mit Themen Wirtschaftsprüfung und so weiter. You get what you order sozusagen. Also ich habe mir immer die Frage gestellt, also weil ich mich sehr viel mit den Themen Bilanzmanipulation und so weiter beschäftigt habe, also wie sind die Mechanismen in Unternehmen und in der Wissenschaft? Und ich sag mal, wenn man sich die Frage stellt, warum Unternehmen Bilanzen oder wer die Bilanzen manipuliert, das sind Datenmanipulationen, sozusagen gibt es in der Prüfung eigentlich ein klares Bild, also Cressy, Wirtschaftskriminologie, also Gelegenheit, Druck und eine persönliche Rechtfertigung dafür sind immer Indikatoren dafür, dass es zu sozusagen Fraud kommen kann. Und ich sag mal, da gehört jetzt nicht viel Fantasie dazu, dass man irgendwie im Wissenschaftssystem sehr ähnliche Herausforderungen hat. Jetzt geht man in Unternehmen aber sehr anders damit um als in der Wissenschaft. Ja, also wir haben da Mechanismen wie interne Revision, Compliance-Systeme, Risikomanagement und so weiter. Ich spiele jetzt auch ein bisschen Teufelsadvokat und sage, also die Antwort der Wissenschaft ist, bei Einstellungen einen Kodex unterschreiben und dann gibt es ein Whistleblowing-System. Ja, also ich sage mal, die Mechanismen in Unternehmen sind ganz andere, funktionieren auch nicht immer, aber sozusagen ist das hier die richtige Antwort, die wir haben. Also die Frage, müssten Wissenschaftseinrichtungen etwas mehr wie Unternehmen damit umgehen? Ich sammle jetzt mal so 2, 3 Fragen und dann gehen wir wieder nach vorne. Bitte schön. Ich habe eigentlich keine Fragen. Kommentar ist auch gut, wenn er nicht so lang ist. Ja, das kriege ich hin. Zunächst mal hat mich sehr gefreut, dass Sie am Ende Ihres Vortrags, Herr Fehrenbach, gesagt haben, das Reden über Macht ist der Beginn des Verfalls. Mit anderen Worten, es gibt Hoffnung. Ich habe nämlich eine andere These noch hinzuzufügen und die These lautet so ungefähr, ich glaube, dass das System Wissenschaft Machtmissbrauch als einen Teil desselben akzeptiert hat und lebt. Und wir jetzt vielleicht anfangen, es zu hinterfragen. Aber es wird sicherlich noch eine ganze Weile dauern, bis es bei denen angekommen ist und bis diejenigen, die davon wirklich betroffen sind, davon auch profitieren. Das heißt, die müssen auch mit einbezogen werden und sie müssen gestärkt werden. Und das heißt im Klartext, junge Wissenschaftler, Doktoranden, junge Postdocs. Und Ombudspersonen, Ombudsstellen sind diejenigen, die das hautnah erfahren, hautnah mitbekommen. Der Klassiker ist der, und ich glaube, dass viele hier im Raum das genauso bestätigen können, dass Missstände berichtet werden, die auf Machtmissbrauch, aufgrund von Abhängigkeit, aufgrund einfach der systemischen Gegebenheiten geschildert wird und sofort gesagt wird, aber niemals möchte ich, dass daraus ein Fall wird oder dass die Ombudsperson zu demjenigen geht, den es betrifft. Das heißt, und das zieht sich nicht nur durch die Doktoranden und die jungen Leute, sondern das betrifft genauso Postdocs, die dann auch Furcht haben, dass ihre Arbeitsgruppen nicht weiter existieren, weil ja der Chef der Abteilung derjenige ist, der es letztendlich entscheidet. Das heißt, da ist einfach in diesem System ein Verhalten, ein menschliches Verhalten, was aber eben durch die systemischen Gegebenheiten immer wieder bestätigt wird. Das heißt, da muss ein Bruch her und die Ombudsstellen, Ombudspersonen wären natürlich eine Institution, die dazu auch einen Teil beitragen würden, aber man muss die auch stärken und man muss zum Beispiel eine größere Verbindlichkeit für Ombudsfälle und Ombudsverfahren herstellen und es davon wegkommen, dass man sagt, am Ende
ist es so eine Freiwilligkeit, ob jemand sich an einen Ombudsspruch, an eine Empfehlung vom Ombudsmann hält oder nicht. Das ist interessant, weil das noch wieder zurückgeht auf das, was ich vorhin fragte. Brauchen Sie, jetzt kommt der Begriff Verbindlichkeit, ich hätte gesagt, mehr Macht an der Stelle, also dass die Ombudsverfahren eben auch dann verbindlicher sind an der Stelle. Ich würde gerne noch Sie dazu nehmen als Drittes und dann gehen wir zurück nach vorne erstmal. Ja, mein Name ist Laura Schreiber, ich bin Ombudsfrau in Würzburg für die Medizin. Ich bin auch im Steuerungskreis Konfliktmanagement und ich bin Mitglied in der Fehlverhaltenskommission. Und ein kurzes Statement, es geht nicht nur um Macht, sondern es fehlt tatsächlich bei den Führungspersönlichkeiten im Wissenschaftssystem an Führungskompetenz. Und es wird sich nichts daran ändern, wenn in jeder Ausschreibung für eine leitende Funktion Durchsetzungskraft als die wesentliche Komponente genannt wird. Kurzes Statement. Ein zweiter Punkt, der uns in Würzburg sehr beschäftigt hat. Und mich hat heute erstaunt, dass hier die Meinung vorherrscht, die neuen Leitlinien könnten Machtmissbrauch verhindern. Wir haben in Würzburg sehr viel darüber diskutiert und am Schluss sind wir zu der Meinung gekommen, Machtmissbrauch kann nur verhindert werden, wenn es eine Ahndungsmöglichkeit gibt. Und da finde ich genau eine Stelle in den neuen Leitlinien, nämlich in der Leitlinie 19, da steht, als wissenschaftliches Fehlverhalten kommen nur solche vorsätzliche oder grob fahrlässige Verstöße in Betracht, die in einem Regelwerk niedergelegt sind. Als Tatbestände wissenschaftlichen Fehlverhaltens gelten insbesondere die Erfindung und die Verfälschung von Daten und das Plagiat. Da finde ich nichts von Macht. Und ich würde gerne die Meinung des Gremiums, des Plenums wissen, wie das zusammenpasst. Ja. Herzlichen Dank. Dann gehen wir jetzt nach vorne und Sie sind die beiden letzten Fragesteller dann für heute Abend. War das so, wie wir gerade gehört haben, dass hier auf dem Podium die Überzeugung war, dass die DFG-Leitlinien, der Kodex, dass der so die Sache so viel besser macht? Also war nicht mein Eindruck. Also würde ich aber explizit gerne fragen wollen, Frau Ochsenfeld-Repp als Letztes an der Stelle logischerweise. Und damit auch einsteigen. Also das Thema Ahndungsmöglichkeiten ist tatsächlich etwas, es wird eine Kultur beschrieben, es wird eine Atmosphäre beschrieben, aber es wird gar nicht so sehr beschrieben, was eigentlich ist, wenn nicht. Herr Eisel. Also ich glaube, die Stärke der Leitlinien ist die Kompaktheit und die gute Verständlichkeit, dass wir hier gemeint hätten, dass damit das Thema Machtmissbrauch behoben werden könnte. Ich glaube, das ist gar nicht der Fall, weil dann wäre es wahrscheinlich heute gar nicht Thema gewesen. Denn das ist sicherlich ein Punkt, wo viel zu tun ist. Aber ginge noch mehr, als da drin steht? Oder ist das quasi der ideale Zustand bei dem zum Thema Ahnungsmöglichkeiten, zum Thema Umgang mit Verfehlungen? Das ist ja die Frage. Also müsste mehr zum Thema Ahndung? Es ist ja die Frage. Ich meine, ein Defizit wird ja hier deutlich erkannt, auch wenn es nicht angesprochen ist. Das haben Sie aber in Ihrem Papier auch gehabt, dass natürlich wir außer den Katalogen für all diese Definitionen auch irgendwann mal zu Katalogen für Sanktionen kommen müssen. Klar, die Leitlinien, so wie die sind, können da nicht mehr beheben, als sie jetzt tun. Die definieren das Problem. Interessant ist ja auch, wenn man dann da gleich noch den weiteren Aspekt mit einbringen möchte, dass die andere Fragestellerin sagte, dass das System Wissenschaft Machtmissbrauch als Teil seiner selbst akzeptiert hat und lebt. Und vielleicht können Sie das noch auch mit einbeziehen, auch wenn wir wieder beim Thema Leitlinien zurück sind. Inwiefern ist das vielleicht auch Ausdruck dessen, Herr Fehrenbach? Vielleicht erst noch mal zu den Leitlinien. Also ich glaube auch, dass die Leitlinien per se so ein Problem natürlich nicht beheben können. Aber was ich also sehr positiv gefunden habe, als ich die Leitlinien gesehen habe, dass dieses Thema Machtmissbrauch eben aufgenommen worden ist, entgegen eben den früheren Empfehlungen, wo das meines Wissens nicht drin vorkam. Das heißt also, da ist zumindest ein Bewusstsein für die Problemlage offenbar vorhanden. Mal dahingestellt, aus
ob das jetzt induziert ist durch letztlich die Öffentlichkeitswirksamkeit von Fällen, mhm. wie es ja damals auch bei dem Fall eben der zu den 98er Empfehlungen geführt hat von Hermann und Brach. Letztlich gewinnt man natürlich den Eindruck, es muss erst etwas passieren, bevor dann eben in so einer Form reagiert wird. Aber es wird dann immerhin auch reagiert. Also so viel so positive Stellungnahme. Noch ein Wort zur Frage der Akzeptanz. Das System hat akzeptiert, dass Machtmissbrauch Teil des Systems ist? Schwer, schwer jetzt zu sagen. Also ob es akzeptiert ist, weiß ich. Also nicht bewusst, aber unbewusst, glaube ich, ja. Herr Alze scheint eine ganz klare, starke Position zu haben. Eine ganz kurze Sache, nur einmal als Antwort nochmal zur Kollegin von Desi, glaube ich. Ja. Nee. Ach, Uni Hamburg noch, ja, wir kennen uns von früher, glaube ich. Also ich habe das Glück, dass wir nicht so viel von den Fällen haben, wo die gesagt haben, macht keinen Versuch, das zu lösen, sondern wir haben eine ganze Reihe dieser Fälle, die Sie sagen, bearbeiten dürfen. Und dann habe ich die auch am Ende, dann kam immer die Angst, werde ich jetzt Nachteile haben? Wird die Betreuerin mich oder der Betreuer mir eine schlechte Note geben? Wird meine Promotion in Gefahr geraten? Und dann habe ich immer gesagt, da halten wir mal ein Auge drauf. Wenn es so ist, kommen Sie wieder, dann ist der Fall nicht abgeschlossen. Mhm. Und es ist aber nichts derartiges passiert. Sie mussten nicht wiederkommen. Und dann vielleicht eins ganz kurz, auch weil es heute Abend gar nicht kam und weil ich es doch ziemlich interessant finde, das ist jetzt wirklich eine Art Akzeptanz der Macht, dass nämlich eine Reihe meiner Fälle so waren, dass die Machtopfer das Geschehen des Unglücks schon im Vorhinein projiziert haben und gesagt haben, meine Betreuerin, mein Betreuer wird mir übel wollen. Und da war es manchmal in der Tat erfolgreich, zu sagen, gehen Sie doch mal bitte hin und nehmen Sie einfach an, die oder der will eigentlich nur ihr Bestes. Und dann war es manchmal tatsächlich so. Ja. Aber alle wollen, ne? Erst, sind Einzelfälle. Erst Frau Lasser, dann Frau Specht und dann Frau Ochsenfeld-Repp. Genau. Sie haben dann zu der Frage das letzte Wort, Frau Lasser. Das ist gut. Aber irgendwoher muss das doch kommen, diese Angst vor dem Backlash. Und ich, wieder zurückzukommen auf dieses Einzelfall versus systemische Diskussion, wir haben keine Zahlen, die Leute fragen, warst du Opfer von Machtmissbrauch? Aber wir haben Indikatorzahlen, die das rundherum erfassen. Und wenn man sich diese Zahlen anguckt, einfach nur aus Umfragen, dann ist für mich der Indikator, dass es systemisch ist, schon sehr, sehr groß. Wenn man sich anguckt, wie viele Leute arbeiten an den Wochenenden und warum? Da sind wir bei 50-60%. Warum? Weil es ihnen die Supervisor anschaffen. Wie viele Leute akzeptieren Honorary Authorships? 20-30%. Wie viele Leute haben psychische Probleme nach der Promotion oder während der Promotion? Sind wir auch bei um die 40%. Das ist dreimal so viel wie in der Vergleichspopulation. Das sind für mich alles Faktoren, die irgendwie darauf hindeuten, dass da was überhaupt nicht in Ordnung ist. Und die Prozentzahlen sagen mir, das ist nicht der eine, der irgendwie persönliche Probleme mit seinem Betreuer hat oder seiner Betreuerin. Das ist fast flächendeckend jeder. Und ja, ich würde die Frage, ob das System mittlerweile Machtmissbrauch akzeptiert und davon lebt, absolut mit Ja beantworten. Wir leben aktuell davon in der Wissenschaft, dass sich Nachwuchswissenschaftler selbst ausbeuten und ausgebeutet werden. Würden Sie auch den zweiten Teil dessen, was Sie sagte, aufnehmen und sagen, wenn jemand da einen Bruch schaffen kann, dann die Ombudsperson? Ein Teil sozusagen dessen? Ombudspersonen können Teil davon sein. Ich glaube nicht, dass Ombudspersonen das alleine stemmen können, auf keinen Fall. Ich glaube, da gibt es viele andere Teile, Promovierendenvertretungen, die auf jeden Fall die Organisation und auch die Fördergeber, die sich endlich dran machen müssen, die prekären Arbeitsverhältnisse aufzubrechen. Mhm. Jule Specht? Ja, ich bin noch so, also ich bin in der Rolle, dass ich keine genauen Aussagen zu diesen Leitlinien machen kann, weil ich sie tatsächlich nicht im Detail kenne, was wahrscheinlich mehr mit mir zu tun hat als mit den Leitlinien, befürchte ich. Aber was ich jetzt doch ganz erschütternd fand, war das, was Sie gerade zitiert haben, wie sich doch diese Zielrichtung
begrenzt auf dann doch diese wissenschaftlichen Fragestellungen, wofür Sie zuständig sind. Und es steht auch auf meinem Blog, den ich hier am Eingang bekommen habe, Ombudsmann für die Wissenschaft. Vielleicht braucht man tatsächlich noch Ombudspersonen für die Menschen in der Wissenschaft, weil ich immer wieder das Gefühl habe, es geht hier sehr um Sachfragen, um Autorenschaften und diese systemische Frage, dass ich werde unterdrückt, ich habe einen Konflikt in einer Machtsituation, ich werde diskriminiert oder was auch immer. Das sind Fragen, bei denen, wie gesagt, ich ja immer zur Frauenbeauftragten gehen würde, aber wo man vielleicht eine allgemeine Vertrauensperson braucht, die sich diesen menschlichen Fragen widmet. Als Gegenpol, sie müssen ja nicht alles machen. Also vielleicht muss man jetzt auch nicht alle diese Anforderungen den Ombudspersonen überhelfen. Frau Ochsenfeld-Repp, jetzt haben Sie so geduldig gewartet und jetzt gebe ich Ihnen noch eine Frage mit dazu. Es kam ja auch noch die Frage, ob eventuell die Wissenschaft was von Unternehmen lernen kann, Thema Compliance und so weiter. Und das ist ja im Grunde auch etwas, was damit verwandt ist. Vielleicht mögen Sie auch ein bisschen dazu was sagen. Habe ich mir schon notiert, ja. Gut, passt. Also dann würde ich als erstes mal auf den Kodex eingehen. Und zwar wurde ja verschiedentlich gesagt, dass der Kodex gar nicht genügend sanktioniert. Aber ich glaube, das ist ein grundsätzliches Missverständnis von der Ausrichtung und dem Ziel, was wir mit dem Kodex haben. Der Kodex beschreibt gute wissenschaftliche Praxis und er beschreibt die Rahmenbedingungen, in der gute wissenschaftliche Praxis gelingen kann. Der Kodex per se ist überhaupt keine Grundlage für Sanktionen. Das wurde ja vorhin auch schon mal gesagt, so ein bisschen als manchmal fallen Sanktionen vom Himmel und manchmal passiert eben gar nichts. Aber das ist ja gar nicht so. Es ist überhaupt kein rechtsfreier Raum. Jede Universität, jede Forschungseinrichtung hat eine Verfahrensordnung zum Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten. Und in dieser Verfahrensordnung ist wie in jedem Gesetz, was die Legitimation für Sanktionen ausspricht, genau der Katalog der Maßnahmen aufgeführt. Und das ist weder willkürlich, sondern lässt sich dort ablesen in genau den Verfahrensschritten. Und das geschieht ohne Ansehen der Personen, weil auf rechtsstaatlichen Verfahrensgrundsätzen beruht. Und genauso ist es eben auch im Fall des wissenschaftlichen Fehlverhaltens. Wir haben jetzt im Kodex wesentliche weitere Rahmenbedingungen aufgenommen und zwar mit dem Ziel nicht der Sanktionierung, sondern mit dem Ziel der Sensibilisierung, Bewusstseinsbildung und genau das ist ja hier heute passiert. Wir haben uns wirklich, das ganze Symposium hat sich darum gedreht und das zeigt doch schon, welch wichtige Funktion diese Leitlinien haben, obwohl sie nicht sanktionieren. Sie bringen diesen ganzen Prozess der Diskussion in Gang. Und es ist ja auch nicht so, dass das Menschliche, wie Sie es sagten, vollkommen im rechtsfreien Raum steht. Das ist deshalb auch nicht geregelt in den Verfahrensordnungen, weil da das Arbeitsrecht greift, weil da das Disziplinarrecht greift und weil da eben die arbeitgebenden Einrichtungen gefragt sind. Und an die muss man sich dann auch wenden. Und die Ombudspersonen als, sagen wir mal, so Schlüsselberatungsposition kennen auch die anderen, die in dem Fall dann zuständig sind. Das geht bis zu Strafverfolgungsbehörden. Das muss nicht alles allein erschlagend in der Verfahrensordnung oder im Kodex sein. Das ist einfach auch gar nicht die Aufgabe dieses Papiers, deshalb kann man es da eigentlich auch nicht vermissen. Also so viel dazu. Und zu dem Vergleich mit der Wirtschaft würde ich sagen, muss die Wissenschaft sich nicht verstecken, weil wir genauso ein Compliance-System auch haben. Das heißt vielleicht anders, aber wir haben auch mit dem Ombudswesen, mit den dann nachgeschalteten Untersuchungskommissionen, danach ist der Rechtsweg zu den Gerichten offen. Also wir haben genauso ein System auch, sei es für Fehlverhalten, sei es für Mittelfehlverhalten, Verwendung, wie es die Unternehmen auch haben. Herzlichen Dank. Die letzten beiden Wortmeldungen und dann gehen wir zu einer Abschlussrunde aufs Podium zurück. Bitte schön. Ja, hallo, mein Name ist Sarah Young, ich bin auch vom Max Planck PhD.net und ich wollte auf die Berufungskommission kurz eingehen. Sie hatten vorhin mal erwähnt, dass es da vielleicht auch Änderungen geben muss und ich wollte fragen, wie Sie sich die vorstellen, was man machen könnte, damit vielleicht mehr auf Führungskompetenzen geachtet wird. Und speziell wollte ich fragen, ob Sie denken, dass man auch Doktoranden und Postdocs vielleicht in diese Verfahren mit einbeziehen sollte, speziell vielleicht in so Instituten wie Max Planck oder Fraunhofer, um eben neue Perspektiven aufzuzeigen. Herzlichen Dank. Bitteschön. Ulrich Sieberer von der Universität Bamberg und Leibniz-Institut für Bildungsverlaufsforschung. Ich kann da ganz direkt dran anschließen, weil ich auch nochmal auf diesen Punkt Führungskompetenz eingehen wollte, der letztlich ja doch so ein Desiderat ist. Und wir wissen alle, dass die
klassischen Kriterien, nach denen Wissenschaftler auf Professuren kommen, nicht Führungskompetenz beinhalten, sondern das sind irgendwelche wissenschaftsimmanenten und letztlich sehr eng gefassten Kriterien. Und die Frage ist tatsächlich, wie kann man als Systemwissenschaft dahin kommen, dass diese Führungskompetenzen, die kein wissenschaftlicher Output sind, aber ganz zentral für das Gelingen von wissenschaftlichen Prozessen, tatsächlich systematisch in die Rekrutierung von Leuten einbezogen werden, von Postdoc-Level bis hoch dann eben zu Professuren und später Weiterentwicklung. Und wenn Sie gerade gesagt haben, die Wissenschaft muss sich nicht verstecken hinter den Unternehmen, was Controlling und Compliance angeht, das mag sein, aber was Personalentwicklung angeht, glaube ich, sind wir sehr schlecht aufgestellt. Und da ist schon eine Frage, inwieweit man da nicht auch oberhalb der einzelnen Universitäten und einzelnen Einrichtungen als Systemwissenschaft darüber nachdenken muss, wie nachhaltige Personalentwicklungsstrategien aussehen können, die dieses Führungsproblem adressieren. Ganz herzlichen Dank. Ich denke, das ist eine wunderbare Abschlussfrage an die Runde, weil wir jetzt in die Zukunft blicken und sagen, so, wie vermeiden wir im Grunde künftig Machtmissbrauch? Nicht nur, wie gehen wir mit Machtmissbrauch um, sondern wie vermeiden wir ihn? Was für Formen der, ich nenne es mal Professionalisierung, sind nötig an der Stelle, wenn es um Führungskompetenz geht, um Qualifizierung? Und das andere, welche Rolle spielen eigentlich dabei, dass man auch die richtigen Leute in die Führung bekommt bei den Berufungskommissionen, welche Rolle spielen da auch die Doktoranden und Postdocs, die Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, auch wenn es darum geht, mitzuentscheiden? Das kann man auch erweitern, die Frage, und sagen, welche Rolle spielen die auch beim Aufstellen von Kodizes und solchen Dingen? Insofern, Abschlussfrage nach vorne gerichtet. Wie sorgen wir dafür, dass vielleicht in 20, 30 Jahren nicht unsere Nachkommen oder sogar vielleicht auch wir selber hier wieder sitzen und über Abhängigkeiten im Wissenschaftssystem reden, sondern dass vielleicht die Leute dann sagen, ja, das ist eigentlich heute gar nicht mehr so Thema, jetzt idealerweise. Frau Ochsenfeld-Repp, Sie haben das erste Wort jetzt und dann gehen wir die Reihe durch. Ja, vielen Dank. Also ich würde sagen, mit Blick auf die Berufungskommissionen, das liegt natürlich in der Hand der arbeitgebenden Einrichtungen, aber ich denke, wenn insgesamt im System der Fokus auch auf weitere Leistungsdimensionen ausgeweitet wird und dass auch wissenschaftliche Leistung breiter gefasst wird als Publikationsleistung, dann kann auch ein Tätigwerden in der guten wissenschaftlichen Praxis, in der Vermittlung guter wissenschaftlicher Praxis durchaus im Rahmen eines Berufungsverfahrens adressiert werden, sodass man da Kenntnisse erlangt. Und mit Blick auf den Einbezug der Doktoranden, auch mit Blick auf eine Schaffung guter wissenschaftlicher Praxis, kann ich nur noch mal für die dritte Ebene werben. Die dritte Ebene ist nur so gut, wie Sie alle sich an der dritten Ebene beteiligen. Und das ist ein partizipatives Projekt und ein Ansatz aus der Wissenschaft heraus. Und deshalb würde ich einfach Sie noch mal bitten, Sie selber, aber auch die Doktoranden, Doktorandinnen, die Sie betreuen, auf uns zuzukommen und das einfach mitzugestalten. Gestalten Sie die Wissenschaft mit und die gute wissenschaftliche Praxis. Herzlichen Dank, Jule Specht. Ich bin ja erstmal verblüfft, dass in Berufungsverfahren anscheinend Doktorandinnen nicht beteiligt sind. Das ist ja total verschärft, weil an der Uni ja eigentlich schon. Also das heißt, ich würde sagen, natürlich müssen an solchen Personalentscheidungen und in solchen Kommissionen systematisch Personen unterschiedlicher Statusgruppen auf unterschiedlichen Karrierestufen mit. Es scheint unterschiedliche Praktika oder Praktiken an unterschiedlichen Einrichtungen zu geben. Genau, und da könnte man ja als übergeordnete Instanz oder als, und wenn, sei man nur eine Initiative, sich ja durchaus stark machen dafür, dass das eben auch überall durchgesetzt wird, weil das ist eben immer sehr schwierig, dass die Doktorandinnen selbst das Wort ergreifen, um das durchzusetzen, weil die ja gar nicht so lange promovieren und dann wieder schon woanders sind. Also in dem Sinne volle Sympathie für den Anstoß, wir müssen Personen aller Karrierestufen in allen Institutionen in solchen Verfahren mit berücksichtigen. Dann ging es um die systematische Rekrutierung und Personalentwicklung, hatten Sie angesprochen, und die Frage, wie können wir das vielleicht in der Zukunft besser machen. Und eine Sache, die ich gestehen muss, ich habe mich vorhin bei dem Punkt zurückgehalten, aber wenn wir jetzt über die Zukunft reden, lasse ich das mal raus. Wenn ich immer sowas höre mit diesen Weiterbildungen, um Führungsverhalten zu lernen, bin ich voll dabei inhaltlich und denke aber so,
boah, als Professorin bin ich so überlastet mit so vielen Dingen, wenn ich jetzt auch noch eine weitere Schulung machen muss, ich weiß echt nicht, wo ich die Zeit herholen soll. Und das ändert sich schon der Blick, wenn man selber Professorin ist, ne? Nee, aber es wird noch konstruktiv. Und deshalb denke ich immer so, wenn man so einen Vorschlag macht für eine extra Schulung oder auch ein extra Fach in der Schule oder ein extra Fach im Studium oder wo auch immer, muss man irgendwie sagen, wo man stattdessen kürzen kann. Und mein Vorschlag, und jetzt wird es konstruktiv, ist dieser Kürzungspunkt. Und zwar vielleicht, wenn das so ein Systemfehler ist, wo wir uns ja, glaube ich, weitgehend, zumindest hier im Raum weitgehend einig sind, dass wir Gefahr laufen, solche Machtmissbrauch nicht adäquat zu adressieren und Personen schulen müssen, dann wäre es doch vielleicht mal eine Idee, neu berufenen Personen das erste Jahr über, das geht jetzt mal an der Uni, von der Lehre zu befreien oder zumindest die Lehre zu reduzieren. Ich weiß noch, ich habe mehrere Professuren schon angetreten oder bin dann immer wieder weitergezogen und das war jedes Mal so, dass man die absolute Krise kriegt, wenn man eine neue Professur antritt und man kriegt diese Schulungen angeboten, aber man schafft es zeitlich einfach nicht. Und wenn aber gesagt würde, das ist jetzt ein Ziel der Institution, dieses Problem, wo wir uns ja einig sind, zu adressieren, dann kürzen wir an anderer Stelle und es tut eigentlich nicht so weh, ein halbes Jahr oder ein Jahr Zeit zu haben, sein Labor aufzubauen, nochmal geschult zu werden, sich weiterzubilden, das gilt auch oft für andere Themenbereiche, aber man muss irgendwie auch gleichzeitig die Entlastung, die man, wenn man etwas Zusätzliches fordert, mitzudenken. Es wäre ein Commitment für beide Beteiligten sozusagen, für die Einrichtung und ja, genau. Für die Berufene. Ja, ja. Jana Lassen. Um auf diese Utopie zurückzukommen, was müssen wir tun, damit wir in 20 Jahren nicht wieder hier sitzen, wollte ich auch nochmal den Kreis zu meinem Eingangsstatement schließen, nämlich die Wichtigkeit des Opferschutzes. Der eine Aspekt, der jetzt schon vielfach angesprochen wurde, war halt, dass dann die Opfer auch irgendwie geschützt werden und so weiter und so fort. Aber der wichtige zweite Punkt, der uns dann vielleicht auch hilft, diese Utopie zu erreichen, ist, wenn sich Leute sicher fühlen, Kritik zu äußern, dann tun sie das vielleicht auch frühzeitig und dann kann das System lernen. Und das ist aktuell nicht der Fall. Aktuell gibt es kaum Feedback an die Führungsebenen, weil die Leute eben so viel Angst haben vor negativen Konsequenzen. Und ich verstehe dann auch Leute in Führungspositionen, die sagen, ja, aber es wurde mir ja nie was gesagt und jetzt ist es plötzlich in der Presse. Ich kann durchaus nachvollziehen, dass es zu diesen Fällen kommt, weil sich einfach so lange Druck aufbaut, bis es gar nicht mehr anders geht und dann geht es in die Presse. Und deswegen glaube ich, dass diese Schutzkomponente von Leuten, die Kritik äußern, so wichtig ist, weil sie dem System selbst helfen würde, zu wachsen und zu lernen. Ich glaube, das brauchen wir, um weiterzukommen. Herr Eisen. Ich will noch bei der Berufungsproblematik bleiben. Ich glaube, auf allen Ebenen einer Institution und so auch der Universitäten ist der einzige Weg, sich sprungartig zu verbessern, eine Berufung. Also es gibt Nachbessern und Nachlernen ist nie so gut oder wachsen, wie einen Sprung mit einer neuen Berufung zu machen, auch im Bereich natürlich der Führungskompetenz. Und ich glaube, in den Universitäten, manchmal ist man da ja etwas weiter schon, weil wir flexibler sind. Also unsere Berufungskommissionen haben natürlich die Statusgruppen und besonders die PhDs drin und wir gehen sogar ganz auf externe Berufungskommissionen in sehr vielen Fällen schon über, um das Berufungssystem noch zu verbessern. Also da, und ich bin auch nicht sicher, dass ich nicht in der ganzen Reihe von Ausschreibungen diesen Punkt gelesen habe. Und ich bin aber sicher, dass Indikatoren zumindest, wie die Betreuung von Doktoranden und Masterabschlüssen und sowas, immer in den Bewerbungsunterlagen mit enthalten sind und auch diskutiert werden. Also, aber das ist unsere Chance, uns zu verbessern in den Berufungen, das ist ganz klar. Mhm. Herr Fehrenbach, Sie hatten das erste Wort mit dem Impuls, Sie haben auch das letzte, dafür müssen Sie aber auch noch sagen, von Ihren 5 Mythen, welchen Mythos Sie eigentlich selbst für am langlebigsten halten? Also wo Sie eigentlich glauben, dass sich am unwahrscheinlichsten was dran ändern wird. Ja. Bitte schön. Okay. Vielleicht auch erst noch mal zu den Berufungskommissionen. Ich glaube, es ist ein hehres Ziel, Leitungskompetenz in Berufungskommissionen abprüfen zu wollen. Nur es ist mir nicht wirklich klar, wie man da ein wirklich gutes Bild der Kompetenz bekommen soll. Im Prinzip
haben wir ja das Problem eigentlich schon fast auch bei der wissenschaftlichen Kompetenz, wo ich eben in manchen Berufungskommissionen eben sehe, dass am Ende halt nur der durchschnittliche Impact-Faktor, der Hirsch-Index und die eingeworbenen Drittmittelsumme das entscheidende Kriterium sind. Nicht in allen, aber in manchen. Und wie ich noch schwieriger fassbare Kompetenz wie eine Führungskompetenz da abprüfen soll, weiß ich nicht. Also bei uns am Zentrum haben wir so, also ein Leibniz-Zentrum beruft ja Professuren immer zusammen mit einer Universität und in der Universität sind dann auch studentische Vertreter in der Kommission. Und da wir bei solchen Professuren auch in der Regel das ganze Geld oder das allermeiste Geld zur Verfügung stellen, weil die Leute dann ja bei uns arbeiten, haben wir natürlich auch ein großes Wörtchen mitzureden und es wird bei uns eben implementiert, dass es Gesprächszirkel gibt aus ganz unterschiedlichen Bereichen, also Forschungsgruppenleiter, gegebenenfalls aus der Klinik, dann eben auch so Gleichstellungsbeauftragte und solche Personen und eben auch Postdocs und bei Doktoranden weiß ich es jetzt gar nicht. Das ist ganz, ganz hilfreich, ein sehr facettenreiches Bild dann zu kriegen. Also die einzelnen Kandidaten durchlaufen dann 5 oder 6 Diskussionsrunden und müssen sich dort präsentieren und am Ende wird dann sozusagen ein Gesamtbild erfasst, wobei sie natürlich auch sagen müssen, sie haben natürlich auch die Möglichkeit, durch die Zusammensetzung der Gruppen auch eine gewisse Steuerung vorzunehmen. Das muss man ganz offen eben auch sagen. Jetzt noch kurz zum Mythos, dem langlebigsten Mythos. Der langlebigste. Die sind alle langlebig. Das Langlebigste, glaube ich, ist schon, dass man wahrscheinlich immer noch länger denken wird, es ist halt ein individualisiertes Problem einer einzelnen Person und es ist nicht ein systemisches Problem der Einrichtung oder des gesamten Wissenschaftssystems. Das wird sich mit Sicherheit am längsten halten. An der Stelle höre ich schon Frau Ochsenfeld-Repp seufzen. Ich glaube, da könnten wir gleich in die nächste Diskussionsrunde gehen. Das tun wir jetzt aber an der Stelle nicht mehr, sondern höchstens noch individuell. Ich möchte Ihnen ganz herzlich danken, Herr Fährmann, Herr Eisel, Frau Lasser, Jule Specht und Frau Ochsenfeld-Repp, dass Sie mitdiskutiert haben bis zu einer relativ späten Stunde. Schön, dass Sie dabei waren, so engagiert Fragen gestellt haben. Ich glaube, wir haben für heute Abend auch das mitreißendste Thema gewählt gehabt, um sozusagen auch an der Stelle die Diskussion zu fördern. Es geht morgen früh weiter um 9.30 Uhr. Allerdings sind dann die Ombudspersonen unter sich. Das heißt, einige, ich zum Beispiel, sind da nicht mehr dabei. Sie werden selber wissen, ob Sie dabei sind oder nicht. Schön, dass Sie heute dabei waren. Einen schönen Abend und ich würde sagen, am Ende nochmal einen ganz herzlichen Applaus für unsere 5 Panelisten. Herzlichen Dank. Schönen Abend. Im letzten Statement hat er ja leider wirklich recht.